Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Podiumsdiskussion mit den Kandidaten des Wahlkreises Mittelems für die Bundestagswahl 2021 am 26. September. Der Ton regelt sich noch ein. Alles gut? Fein. Mein Gruß gilt nicht nur den hier vor Ort Anwesenden, sondern auch denen, die sich zugeschaltet haben und zu Hause oder wo auch immer im Büro vor dem Bildschirm sitzen. Schön, dass Sie alle dabei sind. Herzlich willkommen heiße ich besonders die Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl für den Deutschen Bundestag. Bei uns sind Frau Dr. Daniela de Ridder, Bundestagsmitglied für die SPD. Herzlich willkommen. Albert Stegemann, Bundestagsmitglied für die CDU. Auch Ihnen, Herr Stegemann, herzlich willkommen. Ewald Hüsemann für Bündnis 90, die Grünen. Herzlich willkommen. Jens Beek, Bundestagsmitglied für die FDP. Auch Herr Beek, herzlich willkommen. Helmut Hoffmann für die Linke scheint noch zu fehlen. Und Dani Meiners für die AfD. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Die Veranstaltung ist Teil einer Reihe von insgesamt 3 Podiumsdiskussionen in unserer Region, nicht nur hier in Nordhorn, sondern auch in den Diskussionsrunden in Haaren und Osnabrück werden sich die Bundestagskandidaten der jeweiligen Wahlkreise der Diskussion stellen. Und heute hier ist der Auftakt. Unser Wunsch nach einem Austausch gilt dabei nicht nur vor der Wahl, sondern auch nach der Wahl. Und ich bin sicher, ich habe so viele Gesichter gesehen, die ich auch bei anderen Veranstaltungen hier in Nordhorn schon gesehen habe. Sie sind permanent im Kontakt mit Ihren Abgeordneten. Also habe ich gar keine Sorge, dass der Austausch auch nach der Wahl nicht weitergehen würde. Also insofern auch die Abgeordneten, die ich hier kennengelernt habe und die ich auch seit einer Weile schon ganz gut kenne, auch sie öffnen sich jederzeit dem Kontakt zu ihren Bürgern. Das ist wirklich hervorragend. Vielen Dank. Unsere heutige Podiumsdiskussion ist ein Gemeinschaftsprojekt. Die Wirtschaftsvereinigung der Grafschaft Bentheim, der Wirtschaftsverband Emsland und unsere IHK haben sie gemeinsam organisiert. Lieber Herr Johanning, liebe Frau Lübbert, Ihnen als Vorstandsmitglieder und Geschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung der Grafschaft Bentheim und Ihnen hier, lieber Uli Boll, liebe Frau Wessling, als Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführerin des Wirtschaftsverbandes Emsland danke ich ganz herzlich für die schon traditionell gute Zusammenarbeit im Vorfeld. Das ist ein tolles Miteinander. Es ist nicht selbstverständlich, aber für uns ist es selbstverständlich. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ganz gleich wie die Wahl am 26. September endet, schon jetzt ist klar, dass das Land von einer neuen Kanzlerin oder einem neuen Kanzler regiert werden wird. Ebenfalls klar ist, dass die Ausgangsposition für eine neue Regierung keine einfache ist. Schon vor Corona standen erhebliche Herausforderungen an, etwa die Alterung der Bevölkerung, die verschlafene Digitalisierung, die globale Klimaerwärmung. Die finanziellen Reserven des Staates sind ebenso wie die der Unternehmen deutlich geschwächt. Herausforderungen wie diese hat unsere IHK-Organisation in ihren wirtschaftspolitischen Positionen 2021 beschrieben. Ein Wort zu diesem Begriff wirtschaftspolitische Position. Das geht uns aus der IHK-Welt sehr leicht von der Hand, dieser Begriff. Hinter diesem kryptischen Titel verbergen sich viele Stunden Arbeit mit den Unternehmerinnen und Unternehmern in unseren Arbeitskreisen und in unserer Vollversammlung der IHK in den Gremien, die aus ihrer Region sehr konkret zusammengetragen haben, wo ihnen der Schuh drückt, wo im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Funklöcher, im Bereich der Ganztagesbetreuung oder der Verkehrsinfrastruktur einfach Lücken sind oder Defizite erkannt werden. Und diese werden in den wirtschaftspolitischen Positionen der IHK zusammengetragen. Wir sind also nicht auf der Ebene Bund unterwegs, wo wir globalpolitisch irgendeinen Steuersatz fordern oder ihn zu hoch finden, sondern wir sind sehr konkret im Bereich unserer Region, wo wir wohnen und arbeiten, unterwegs. Deswegen sind das sehr greifbare Positionen. Der Titel hört sich abstrakter an, als das Leben in diesen Heften dann ist. Diese Positionen enthalten unsere politischen Empfehlungen, angefangen von der Außenwirtschaft über Bildung, Energie, Gründung bis hin zum Verkehr. Es ist offensichtlich, dass wir heute in der uns zur Verfügung stehenden Zeit nicht alle Themen behandeln können. Deswegen haben wir uns auf 2 Themenblöcke verständigt.
die wir heute intensiv beleuchten wollen. Das sind natürlich die guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nach Corona und eine Energie- und Umweltpolitik für unseren starken Industriestandort. Einige Aspekte, die hier eine Rolle spielen sollten. Die Pandemie hat uns erbarmungslos unsere Schwächen vor Augen geführt und gezeigt. Und wenn wir jetzt als Industrie- und Wirtschaftsvertreter von Schwächen, wir wollen unseren Standort mal nicht schlechter reden, herzlich willkommen, als er tatsächlich ist. Also die Grafschaft Bentheim, unser Landkreis in Osnabrück, die Region Osnabrück und eben auch das Emsland sind schon sehr, sehr starke Regionen, die hiermit jetzt nicht schlechter gequatscht werden sollen, als sie es tatsächlich sind. Aber das Gute kann man immer noch besser machen. Und das ist der Auftrag, den wir hier natürlich auch an die Politik formulieren. Die Zeit ist überreif für Reformen. Und ich konzentriere mich hier aufs Steuerrecht. Das steht weit oben auf der Agenda. Die Corona-Krise hat gezeigt, welche Risiken eine zu hohe Steuerlast, eine zu hohe Abgabenlast mit sich bringt. Das sollte uns alle nachdenklich machen, dass viele Betriebe, viele Selbstständige schon nach wenigen Wochen der Pandemiekrise so in Not geraten sind, dass der Ruf nach staatlichen Hilfen unglaublich laut geworden ist. Das heißt, wer die ganze Zeit hohe Abgaben an den Staat abführt, der hat natürlich weniger Möglichkeiten, Eigenkapital zu bilden und Reserven anzulegen. Und das ist uns schon ziemlich auf die Füße gefallen in der Krise. Also mit anderen Worten, ist ein klares Indiz dafür, dass wir aus dieser Krise nicht rauskommen, indem wir die Steuern erhöhen werden, um den Staat zu unterstützen, sondern dann würden wir die Wirtschaftskraft noch weiter in die Enge treiben und nach unten treiben. Das darf also nicht passieren. Die finanziellen Ressourcen reichten also offenbar ganz nicht aus, um eine Durststrecke von einigen Wochen zu überstehen. Am Anfang waren es ja auch erstmal geplant einige Wochen. Ursache dafür ist eine auch im internationalen Vergleich drückende Abgabenlast. Die Unternehmen können auf diese Weise keine ausreichende Zukunftsvorsorge treiben. Und das hat insbesondere auch die ganzen kleinen Unternehmer, die Solo-Selbstständigen, die Mittelständler getroffen. Ein Konzern mit Milliardenreserven kann es vielleicht mal ab, aber selbst da, Lufthansa, gut, die hatten ganz andere Dramen, aber wir sind ja auch hier in der Grafschaft, da haben wir mit der Lufthansa jetzt erstmal weniger zu tun. Zukunftsvorsorge ist also auch im Steuerrecht und für das Zusammenspiel Staat und Wirtschaft ein ganz wichtiger Punkt, und zwar auch für uns Unternehmen. Wenn der Staat seine Einnahmen steigern möchte, dann muss er die Wirtschaft auf Vorkrisenniveau arbeiten lassen. Und das ist das Niveau, was wir 2019 gehabt haben. Da hatte der Staat Rekordeinnahmen. Es gab immer die Diskussion, Steuersätze zu erhöhen, aber die Einnahmen des Staates sind die über die Jahre bis 2019 jedes Jahr um einen ein- bis zweistelligen Milliardenbetrag gestiegen. Da gab es die Krise nicht, dass wir ein Einnahmenproblem bei der staatlichen Seite haben, haben vielleicht ein Ausgabenproblem. Und da würde ich ansetzen, dass der Staat eben seine Ausgaben in den Griff kriegen muss, damit die Wirtschaft, die Unternehmer, die Beschäftigten nicht noch mehr abgeben müssen an Steuern und Abgaben. Also, wir kommen bitte nicht mit Steuererhöhungen um die Kurve. Und auch die Erhöhung des Spitzensteuersatzes wäre ein Gift für Personengesellschaften und Einkommensteuerpflichtige. Hinzu kommt die massive Erhöhung der Energiepreise. Und die Einnahmen daraus landen auch in der Staatsquote und beim Staat, der sie dann auf die eine oder andere Weise wieder umverteilen möchte. Nur wir wissen, wie ungern der Staat Geld, das er einmal vereinnahmt hat, auch wieder an die Bürgerinnen und Bürger und an die Unternehmen auskehrt. Abgesehen davon ist es auch nicht das Lieblingsthema und die Lieblingsbeschäftigung von Unternehmern, Fördermittelanträge zu schreiben und umständlich zu begründen. Das ist letztendlich nicht die Art und Weise, wie wir auch in der sozialen Marktwirtschaft arbeiten. Marktwirtschaft heißt auch erstmal, dass der Unternehmer für seine Einnahmen selbst verantwortlich ist. In der neuen Legislaturperiode müssen wir darüber ins Gespräch kommen, wie die Steuerbelastung in Deutschland wieder auf ein verträgliches, im internationalen Wettbewerb übliches Maß reduziert werden kann. Dazu gehört auch die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für alle und damit auch für unsere mittelständischen Personengesellschaften. Das zweite Thema ist der Klimawandel. Wir müssen endlich die Voraussetzungen schaffen, dass der Wirtschaft alternative Energiequellen und Energieträger im ausreichenden Maße zur Verfügung stehen. Das Tempo der vergangenen Jahre reicht hierfür nicht aus. Nach der Bundestagswahl wird die neue Regierung den problematischen Mix aus ständig steigenden Preisen und latent fehlender Planungssicherheit für den Energieverbraucher nicht länger ausweichen können. Wir brauchen jetzt Klarheit, woher der Strom kommen soll, den wir demnächst beziehen werden. Das sind unbedingt die Gesetze der Mathematik auch einzuhalten. Mit Luftbuchungen über mögliche prozentuale Entlastungen beim CO2-Ausstoß oder beim Zubau neuer Anlagen für Energie, für erneuerbare Energie, kommen wir nicht mehr weiter.
Jede Partei schließt sich inzwischen der Verschärfung von Klimazielen an, als wäre das der Weg für die Zukunft, die Ziele und die Grenzwerte weiter zu verschärfen. Aber keine bringt den Widerspruch zu Gehör. Wir müssten in den nächsten 10 Jahren rund 30.000 Windräder zusätzlich installieren, um den Umfang erneuerbarer Energien zu erzeugen, den wir für die Einhaltung der CO2-Senkung erreichen wollen. Gelingt es uns nicht, die Energiewende zu einem wirtschaftlichen Erfolg zu führen, werden wir zwar die Klimaziele erreichen, ähnlich wie wir sie fast im letzten Jahr im Grunde genommen durch eigenes Zutun weniger, aber durch die Krise und die herabgesenkte Wirtschaftsleistung erreichen konnten, aber das wird Arbeitsplätze kosten, das wird Wohlstand kosten. Und dem guten Gedanken einer nachhaltigen Energiepolitik hätten wir dann einen echten Bärendienst erwiesen. Wenn wir wieder mehr Wirtschaft wollen, brauchen wir auch endlich mehr Tempo bei der Planung und Umsetzung von Projekten. Ich halte es für eines der vordringlichsten Aufgaben des neu gewählten Bundestags, sich für eine Vereinfachung und Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren einzusetzen. Denn die langen Realisierungszeiten bei Infrastrukturprojekten plagen die Wirtschaft und eben auch unsere Region. Ein Beispiel: Wir haben vor einigen Jahren Sponsoringmittel für den Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals im Emsland eingesammelt. Ziel war, die Fertigstellung bis zum Jahr 2017 vorziehen zu können. Sie ahnen es, der Kanal ist bis heute nicht fertig gebaut. Aktuell ist von einem Fertigstellungstermin für das Jahr 2031 oder später die Rede. Weitere Anekdoten über Autobahnen, Emsbrücken, süddeutsche Bahnhöfe, ostdeutsche Flughäfen möchte ich an dieser Stelle außen vor lassen. Sie kennen sie auch alle. Ich wünsche mir, dass der neue Bundestag das lange gegebene Versprechen einlöst und diese überflüssige Bürokratie zurückfährt. Das ist jetzt meine kleine Wunschliste, die in Wirklichkeit viel länger wäre. Und es wäre auch nicht nur eine Wunschliste, es ist auch eine Sorgenliste, aber lassen wir das. Ich leite stattdessen über zu unserer Moderatorin. Durch die Diskussion führt uns heute Sarah Buletta. Frau Buletta stammt aus Hilter im Osnabrücker Land und hat Volkswirtschaftslehre und Politik studiert. Sie begann ihre Karriere bei OS Radio 104,8. Aktuell arbeitet sie für Antenne Niedersachsen. Mit unserer Region und unseren Themen sind Sie, liebe Frau Buletta, bestens vertraut. Liebe Frau Buletta, herzlich willkommen heute Abend oder heute Nachmittag bei uns. Wir freuen uns, dass Sie uns heute durch die Veranstaltung führen. Ich gebe das Mikrofon nun in Ihre Hände und freue mich auf eine spannende Veranstaltung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Göbel. Ja, auch ich begrüße Sie ganz herzlich hier vor Ort und auch an den Bildschirmen. Bis kurz vor 18 Uhr haben wir heute Zeit, die Kandidaten für die Bundestagswahl aus dem Wahlkreis Mittelems mit meinen und aber auch mit Ihren Fragen zu löchern. Auf Ihren Tischen finden Sie dafür entsprechend Stifte und diese Karten. Wann immer also eine Frage aufkommt, zögern Sie bitte nicht, diese auch direkt zu notieren. Wir haben dann nach jedem Themenblock extra eine kurze Fragerunde aus dem Publikum eingeplant. Die Karten sammeln wir dazu dann rechtzeitig vorher ein. Also bitte sofort notieren, falls Ihnen etwas einfällt. Und bitte denken Sie dann auch dran, den Adressaten zu notieren. Falls Sie möchten, können Sie Ihren Namen noch dazu schreiben oder Sie machen das Ganze anonym. Auch völlig in Ordnung. Falls Sie die Veranstaltung dann im Anschluss auch noch mal Revue passieren lassen möchten, können Sie das auch gerne tun. So ungefähr ab nächster Woche wird das Ganze dann auch online zu finden sein. Wir zeichnen das nämlich auch auf. Wir streamen nicht nur heute. So viel dazu. Ja, was bedeutet die kommende Bundestagswahl für Sie ganz persönlich? Haben Sie sich diese Frage schon mal gestellt? Als ich mit dieser Frage mal so durch den Freundes- und Bekanntenkreis getingelt bin, da kamen Antworten wie, sie wird historisch werden. Es wird wegweisend, spannend. Für mich ganz persönlich ist sie überlebenswichtig, hat auch jemand gesagt. Bis hin zu der Beginn einer neuen Ära. Ist jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber es zeigt doch sehr deutlich, wie viele Emotionen mit dieser Bundestagswahl verbunden sind. Und das liegt nicht ganz zuletzt an der Corona-Pandemie, die uns alle umgehauen hat und auch an den enormen Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt. Herr Göbel hat es angekündigt, deshalb konzentrieren wir uns auf diese beiden Themenblöcke. Wir wünschen uns alle ein starkes, gesundes Deutschland zurück, eine starke Wirtschaft vor allen Dingen zurück. Und genau deshalb wollen wir auch heute
darüber reden und von den Kandidaten wissen, wie der Aufschwung nach Corona gelingen soll und wie sehr die Klimaschutzpläne der Parteien ihre Unternehmen denn auch im Blick haben. Was bedeutet die kommende Bundestagswahl für Sie? Das habe ich auch die sechs eingeplanten Kandidaten gefragt. 5 sind hier, wir werden es gleich sehen. Anhand Ihrer Antworten möchte ich Sie jetzt gerne hier zu mir aufs Podium bitten. Für mich ist die kommende Bundestagswahl angesichts der aktuellen Umfragen ein Grund zur Freude, sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela de Ridder. Frau Dr. de Ridder, herzlich willkommen. Ich darf Sie nach vorne bitten. Die kommende Bundestagswahl ist für mich eine Richtungsentscheidung, ob wir auch künftig mit Innovationen und Technologieoffenheit bei gleichzeitiger wirtschafts- und haushaltspolitischer Vernunft den Wohlstand unseres Landes mehren werden, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Stegemann. Herr Stegemann, herzlich willkommen. Die kommende Bundestagswahl ist für mich ein Wendepunkt für die Zukunft in Europa. Ein Statement von Eberhard Hüsemann, Bündnis 90 Die Grünen. Hallo, schön, dass Sie da sind. Jens Beek, Bundestagsabgeordneter der FDP, sagt, die kommende Bundestagswahl ist für mich eine Richtungswahl. Wir wollen auch in den nächsten 4 Jahren ein Weiter-so. Oder gar einen Linksruck? Wollen wir das oder wollen wir einen echten politischen Neuanfang, der Deutschland und seine Wirtschaft fit für die Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte macht? Für ihn steht fest, nie gab es mehr zu tun. Herr Beek, herzlich willkommen. Und Danny Meiners, der Kandidat der AfD im Wahlkreis Mittelems, sagt, die kommende Bundestagswahl ist für mich eine Entscheidung für oder gegen immer weiter ausufernde sozialistische Tendenzen, die Wohlstand, Demokratie und Freiheit in unserem Land zunehmend gefährden. Herzlich willkommen. Natürlich ist auch der Kandidat der Linken eingeladen gewesen. Herr Helmut Hoffmann wäre das gewesen. Herr Hoffmann hat sich nicht mehr gemeldet. Wir wissen nicht, was passiert ist, warum er heute nicht da ist. Vielleicht kommt er später noch, vielleicht stößt er noch dazu. Normalerweise hätten wir das Podium gerne vervollständigt mit ihm. Genau. Ja, Herr Stegemann. Frau de Ridder freut sich auf die Wahl angesichts der Umfragen, hat ihre Freude auch deutlich zum Ausdruck gebracht, setzt ein breites Lächeln auf an dieser Stelle. Wie sehr schmerzt Sie das? Das muss mich überhaupt nicht schmerzen. Also ich kann die Freude nachvollziehen, aber das ist ja heute nicht das Ende des Wahlkampfes, sondern wir legen ja los. Und deswegen freue ich mich auch heute, dass wir hier zusammengekommen sind. Weil bislang, und das macht mich wirklich ein Stückchen weit traurig, dass wir im bisherigen Wahlkampf uns tatsächlich nur mit Nebensächlichkeiten beschäftigt haben. Und deswegen finde ich es so toll, dass wir heute zusammenkommen, um über Themen zu diskutieren. Und ich bin mir auch sicher, wenn wir gleich auch über wirtschaftspolitische Themen sprechen werden, dass wir dann die Möglichkeiten haben werden, auch die Unterschiede nochmal darzulegen. Das ist Grundlage für eine vernünftige demokratische Entscheidung. Und ich bin mir sicher, dass dann die Vernunft siegen wird und wer dann am Ende, am 26. September, dann wirklich auch Freude empfinden kann. Das werden wir dann ja am Ende sehen. Wir blicken gleich zusammen auf jeden Fall noch in die Zukunft. Kleiner Blick zurück erst am Anfang. Wenn Sie jetzt auf die vergangenen Monate zurückblicken, Herr Stegemann, wie zufrieden sind Sie damit, wie Ihre Partei uns durch die Corona-Krise geführt hat? Sehr. Also wenn vor allen Dingen im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, mit anderen Staaten sowieso. Aber wir haben wirklich gerade bei der Sterberate haben wir einen absoluten Spitzenplatz beziehungsweise halt einen Negativrekord in dem Sinne, dass bei uns viel weniger Menschen verstorben sind als in anderen Ländern. Das zeigt, dass wir die richtigen Prioritäten gesetzt haben. Ich finde auch, dass wir wirtschaftspolitisch
es geschafft haben, den größten volkswirtschaftlichen Schaden abzuwenden. Wir mussten dafür ganz erhebliche finanzielle Mittel auf den Weg bringen. Wir haben ein Stückchen weit den Einbruch des Bruttoinlandsprodukts mit einer Menge Geld in der Tat zugekleistert. Aber wenn wir jetzt schauen, wie sich die Zahlen darstellen, wir haben jetzt Wirtschaftswachstum im Vergleich zum letzten Jahr um plus 9,8%. Wir liegen zwar noch 3 Prozentpunkte unter dem unter der Vorpandemie-Situation, aber ich glaube, das sind Zahlen, die sich sehen lassen können. Aber wichtig jetzt, und darauf kommt es an, dass wir wirklich diesen positiven Trend jetzt nicht unterbrechen mit einer falschen politischen Richtungsentscheidung, die am Ende durch mehr Verbote, durch höhere Steuern, durch Besteuerung von Bestand beziehungsweise von Vermögen. Also von daher, das ist jetzt wirklich eine Richtungsentscheidung für unseren Wohlstand, damit wir auch weiterhin unseren Kindern eine gute Zukunft geben können. Wird es mit Ihrer Partei noch mal einen kompletten Lockdown geben? Also bisher gehe ich davon aus, wie meine Kollegen, dass es keinen weiteren Lockdown geben wird. Es gehört zur Wahrheit dazu, dass wir natürlich nur so weit schauen können, wie wir schauen können. Also von daher auszuschließen ist natürlich am Ende nichts, wenn sich die Situation noch einmal ganz grundlegend ändern würde, wenn es eine neue Variante gibt. Aber momentan setzen wir natürlich alles daran, die Impfquote so weiterzuentwickeln, dass wir wirklich davon ausgehen können, dass wir dann auch eine Herdenimmunität entwickeln. Das ist momentan das, was wir im Fokus haben. Deswegen, wir bleiben dabei, impfen, impfen, impfen. Und wir glauben, dass wir so gut durch die Pandemie kommen. Und wie gesagt, meine Kollegen, auch Jens Spahn hat ja angekündigt, dass er es auch für sehr, sehr unwahrscheinlich hält, dass wir einen weiteren Lockdown brauchen. Frau de Ridder, die Botschaft der SPD ist eindeutig, wo es hingehen soll. Die Lasten der Corona-Pandemie sollen diejenigen schultern, die viel haben. Eins der Kernthemen der Sozialdemokraten ist die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Das würde auch die Wirtschaft treffen. Was können die Unternehmen im Hinblick auf gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen von Ihnen erwarten? Eine ganze Menge. Und das hat Olaf Scholz ja gerade auch in der Pandemie. Und deshalb wundert es mich nicht, dass er, Sie haben meine gute Laune angesprochen, dass er dann auch solche Umfragewerte erhält. Ich glaube, er hat doch durchaus in der Pandemie gezeigt, wie wirtschaftlich solide auch die SPD regieren kann und welchen Blick sie dabei auch auf die Unternehmen legt. Bitte erinnern wir uns doch gemeinsam daran, dass es eine SPD-Idee war, die Mehrwertsteuer etwa zu senken. Hier würde ich mir wünschen, Herr Göbel, dass wir das mal gemeinsam evaluieren und schauen, welche Wirkung und welche Effekte das hatte. Sie haben das ja auch vielfach auch im Handel, lieber Marco Graf, ist das ja weitergegeben worden an die Kundinnen und Kunden. Und ich glaube, das war auch ein ganz, ganz wichtiges Instrument, etwa neben der Kurzarbeit zur Stabilität auch unseres wirtschaftlichen Erfolgs, nicht nur in Deutschland, sondern EU und weltweit. Ich glaube, diesen globalen Blick auf die weitere Entwicklung, eines der zentralen Themen, die wir in unserem Parteiprogramm ja verankert haben, ist Europa, ist der Blick darüber hinaus, Frau Buletta. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns auch noch mal unterscheidet von vielen anderen, dass wir eben nicht nur auf die vergangenen Erfolge verweisen, sondern eben, und deshalb ist neben Respekt und Europa auch das Thema Zukunft etwas, worauf wir mit Stolz verweisen und wo wir ganz deutlich sagen, und ich sage das bei jedem Gespräch, in jedem Unternehmen, das ich jetzt oder in den vergangenen 8 Jahren besucht habe, immer wieder, ich glaube, die meisten wissen das schon hier im Raum, die SPD ist alles andere als die Partei der Deindustrialisierung, aber wir haben einen globalen Blick, einen holistischen Blick auf die Geschehnisse. Wir sehen immer die Unternehmerinteressen, wir sehen immer die Arbeiter- und Arbeitnehmerinteressen und auch die der Arbeitnehmerinnen. Und das macht es eben für uns oft viel komplexer. Die Arbeitnehmer haben viel zu Hause gesessen, jetzt zu Zeiten der Corona-Krise im Homeoffice, war ein wichtiges Instrument, um überhaupt noch die Produktivität aufrecht erhalten zu können, aber auch zum Schutz der Belegschaft, zum Schutz aller. Das war bislang nicht an rechtliche Hürden geknüpft. Also es gab wenig Regulation in Sachen Homeoffice. Wie sehen Sie die Zukunft des Homeoffice und was soll da passieren?
Ganz spannendes Thema. Ich habe darüber im Übrigen vor mehr als 15 Jahren meine Promotion geschrieben. Damals haben alle zu mir gesagt, weißt du was, das ist so visionär, das kommt nie. Und jetzt stehen wir in der Tat in der Pandemie. Ich habe damals nicht über Digitalisierung, sondern über Telekommunikation geschrieben. Das war damals der Begriff, den man verwandt hat. Schade eigentlich, unter dem Begriff sucht es keiner mehr. Aber da ist eine ganze Menge an Entwicklung passiert. Und ich habe da schon gefragt, ist es nicht eine gewisse Schwierigkeit, auch aus Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenperspektive, wenn plötzlich anytime, any place, every time, every place werden könnte. Und es bedarf dann eben auch zum Schutze der Familien etwa auch Regulative. Also es muss auch wieder, und das hat interessanterweise dann später einmal, ohne mein Buch allerdings gelesen zu haben, vermute ich, Frau von der Leyen als Familienministerin aufgegriffen, die auch gesagt hat, irgendwann muss es mal ein Regulativ geben, da muss man nicht jede E-Mail beantworten, da muss man auch mal Regenerationszeit haben. Was planen Sie da konkret? Wie sind da Ihre Vorstellungen? Sie wissen, dass es Diskussionen gibt, dass es ein Recht, so wie in den Niederlanden etwa, ein Recht auf Home-Arbeitsplatz haben muss. Aber ich gehe auch davon aus, dass dies Vereinbarungen sein werden, wie wir sie im öffentlichen Dienst ja schon ganz, ganz lange haben, dass man Dienstvereinbarungen trifft und dass man dann eben auch noch mal bewerten muss, wie Homeoffice ist ja also etwas wie Vertrauensarbeitszeit und dass man das auswertet und dann eben auch noch mal guckt, wie lässt sich ein Recht, ein Gesetz da formulieren. Aber das wird an der zukünftigen Regierung hängen. Und da geht es darum, wie die nachher zusammengesetzt sein wird. Ja, der Neustart nach Corona wird wahrscheinlich eben auch weiterhin noch bei vielen im Homeoffice stattfinden. Gut fürs Klima natürlich auch, weil es weniger Pendler dann gibt auf den Straßen. Herr Hüsemann, für die Industrie hat Ihre Kanzlerkandidatin darüber hinaus noch einen speziellen Pakt zwischen Industrie und Politik vorgeschlagen, in dessen Zentrum Klimaschutzverträge stehen sollen. Was ist da konkret geplant für die besonders gebeutelten Branchen, also für den Einzelhandel, die Gastronomie, das Hotelgewerbe? Wie wollen Sie diesen Unternehmen helfen? Also die Frage, ich habe ein Glück mit dem Mikrofon. Die Frage, was ist konkret für die einzelne Branche geplant, kann ich Ihnen tatsächlich so nicht beantworten. Ich kann Ihnen aber sagen, dass in der Nach-Corona-Zeit, ich glaube, wir erst mal kurz Ruhe bewahren müssen. Sie haben gerade von den vielen im Homeoffice gesprochen, als wenn alle Facharbeiter und alle im Homeoffice gewesen wären. Im Homeoffice waren diejenigen, die in der Verwaltung, in der Administration gearbeitet haben. Ehrlich gesagt gehöre ich zu einem Berufsstand, der nicht so ganz viel Zeit im Homeoffice zubringen konnte in dieser Zeit. Und das ist auch die gesamte Facharbeiter-Szene, die Leute, die das Ding am Laufen gehalten haben, auch in den Firmen, waren nicht im Homeoffice. Ich finde Homeoffice ein spannendes Thema, aber ich möchte doch sagen, Sie haben gesagt, die waren jetzt alle im Homeoffice, nicht alle Arbeitnehmer waren im Homeoffice, sondern viele in der Administration, in der Lenkung. In der Zeit nach Corona werden wir aus den Dingen, die wir in dieser Zeit gelernt haben, ich finde, das war ein Crashkurs, in Digitalisierung, das war ein Crashkurs in Mitarbeiterkommunikation, auch auf der Leitungsebene. Das war ein Crashkurs wie viele Meetings müssen wir eigentlich tatsächlich haben, wie viele Firmenkontakte gehen auch auf anderen Wege. Und dann bin ich um 10 nach 5 morgen haben wir sehr viel gelernt und wir werden in der Nach-Corona-Zeit diese Dinge sortieren müssen, was zum Wohle unserer Firmen davon auch behalten wird. Die Arbeit hat sich verändert, wird sich weiter verändern. Das steht, glaube ich, für alle fest. Mir ist jetzt nochmal die Frage wichtig, um auf den Kern meiner Frage zurückzukommen. Was haben Sie denn, wie nehmen Sie die, also die Industrie wird ganz klar in den Blick genommen bei Ihnen im Wahlprogramm der Grünen. Vernachlässigen Sie Einzelhandel, Gastronomie, Hotelgewerbe? Wie nehmen Sie diese Branchen auch mit? Wenn wir wirklich zu einem vernünftigen Umgang kommen mit dem, was wir aus der Krise gelernt haben, nämlich zu wissen, dass solange wir die Impfquote nicht auf diesem ganz hohen Niveau haben, wo wir sie hinhaben müssen, und wir diese Vorsichtsmaßnahmen beibehalten und dennoch möglich machen, was wir möglich machen können, dann gilt das genau auch für Gastronomie, für Kultur. Diese Dinge müssen wir, soweit wir können, wieder möglich machen. Wo ich sehe, wo wir wirklich überzogen haben,
Und wir, das ist ja einfach gesagt, das waren weder die Grünen noch war es die amtierende Regierung. Die Corona-Regeln waren ja ein Tauziehen zwischen Ländern, Kommunen, in der einen Stadt so und in der anderen Stadt anders. Also in der Zeit habe ich in Nordhorn auf dem Markt Maske tragen müssen. In Meppen habe ich gar nicht gewusst, warum die hier alle ohne rumlaufen. Also die Regeln waren so verschieden. Wir brauchen deutlich einheitliche Regeln an der Stelle. Aber ja, wir müssen uns bewusst machen, dass wir diejenigen, die das noch überstanden haben, und im Einzelhandel haben das eine ganze Reihe der Kollegen nicht überstanden, dass wir die, die das überstanden haben, an der Stelle in den Blick nehmen müssen. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wie man konkret einen Wirtschaftsbetrieb, einen Handelsbetrieb an der Stelle so fördert. Das Verhalten der Menschen, die sagen, wir wollen einen Kaufmann vor Ort behalten und Amazon parkt vor ihrer Haustür, ist da nicht hilfreich. Die Einzelhändler, die Kaufleute vor Ort, hier zum Beispiel Lingen, Meppen, Nordhorn, ich könnte mir vorstellen, da kommen ein paar Sorgen auf, wenn Sie das Stichwort hören, wir wollen die Autos aus den Innenstädten verbannen. Was sagen Sie den Kaufleuten an der Stelle? Wir müssen an der Stelle für eine Logistik auch in unseren Städten sorgen, die funktioniert, auch wenn das Auto nicht in die Innenstadt geht. Wenn wir die Autos aus der Innenstadt verbergen, ich bin ein bisschen älter als Sie und ich habe in Nordhorn in der Hauptstraße noch erlebt, dass die LKWs und die Durchfahrtsstraße, die 213, ging mitten durch unsere Stadt. Auch damals haben wir eine wahnsinnige Angst gehabt, dass wenn man die komplett sperrt und die da nicht mehr hinein können und auch PKWs können nicht mehr in die Nordhorner Innenstadt, dass die Innenstadt verödet. Das ist nicht so. Es braucht aber ein gutes Konzept wirklich für Außenparken und hinein können. Es braucht in ganz großen Städten ganz sicher einen Park-and-Ride-Verkehr, der passt nicht auf Städte wie Nordhorn, Meppen, Lingen. Aber der Zugang, die Städte sind nicht weniger attraktiv geworden, da wo die Innenstädte zu Fußgängerzonen geworden sind. Die Städte werden nicht weniger attraktiv, da wo sich auf der Straße Fahrräder und Autos den Straßenraum teilen. Das halte ich für eine gute Möglichkeit. Als ich heute hier hingefahren bin, habe ich überraschend gemerkt, dass man die Benthammer Straße, jetzt die Bundesstraße, die hier reingeht, mit Fahrradsymbolen zugekleckst hat. Ich habe das Schild 30 gar nicht gesehen. Das machen wir auf Straßen, wo Sie noch 50 fahren können. Wenn wir 30 tatsächlich, und das ist eine der Ideen der Grünen auch, im innerörtlich 30 in den Städten, dann werden wir ein besseres Miteinander von Fahrrädern, Fußgängern, Autos in dieser Stadt hinkriegen. Da werden Städte lebenswert und liebenswert. Sie haben recht, für größere Transportwege wird es eine definitive Umstellung. Da müssen wir auch dazulernen. Wir bleiben noch mal kurz beim Einzelhandel. Herr Meiners, Sie fordern ja eine Entschädigung, ganz konkrete Entschädigung für die besonders von der Corona-Pandemie gebeutelten Wirtschaftssektoren. Wie soll denn so eine solche Entschädigungsregel dann konkret aussehen? Ja, das muss man dann natürlich in den einzelnen Bereichen immer genau sehen. Aber wo der Staat, wie ich, durch Erlassen von Vorschriften, dass die Unternehmer ihre Arbeit nicht mehr nachgehen konnten, eingegriffen hat, da muss natürlich auch eine entsprechende Entschädigung gezahlt werden. Das muss eigentlich per Anträge. Besser wäre es gewesen, der Staat hätte deutlich weniger dort eingegriffen. Und ich bin auch anders als Herr Stegemann der Meinung, dass wir nicht unbedingt so gut durch die Pandemie gekommen ist. Der wichtige Punkt ist, die großen Probleme, die das alles verursacht hat, der Lockdown und so weiter, die werden erst später sichtbar werden in den nächsten Jahren. Wir werden wahrscheinlich bald eine Insolvenzwelle erleben und das ist Folge dieser Lockdown-Politik. Konkret, also wenn Sie Entschädigungsmaßnahmen fordern, dann wäre es schon schön, wenn Sie uns eine Idee liefern könnten, wie diese dann aussehen sollen. Wie sollen die finanziert werden? Wie soll das geregelt werden? Davon muss doch eine Idee hinter dem Satz im Wahlprogramm bestehen. Ja gut, Friseure, wenn die wirklich über monatelang schließen mussten, das ist ja tatsächlich so gewesen, dann müssen die eben anhand der Einkünfte der vergangenen Jahre, sofern sie das nachweisen können, schwierig wird es natürlich bei denen, die gerade neu aufgemacht haben, dann müssten sie entsprechend ihre bisherigen Jahresabschlüsse eine Erstattung vom Staat bekommen. So ähnlich ist es doch gelaufen. Ja, nur sie muss die Verwaltung, die muss ja teilweise monatelang warten. Die wissen teilweise nicht mehr, wie sie ihren eigentlichen Lebensunterhalt finanzieren können.
Und so ganz gut ist es eben nicht gelaufen, weil auch viele durchs Raster gefallen sind. Zum Beispiel eben diese Unternehmen, die gerade erst gegründet worden sind, oder Unternehmen, die auch im Nebenerwerb geführt sind, die sind dadurch komplett durchs Raster gefallen. Nichtsdestotrotz haben viele Unternehmen Geld bekommen. Das wollen wir an der Stelle auch nochmal festhalten. Die Corona-Maßnahmen haben natürlich zu einem Haufen an Schulden geführt. Klar. Die FDP fordert jetzt einen Tilgungsturbo, so schreiben sie es, für die Corona-Schulden. Herr Beek, um auf die zukünftigen Krisen besser vorbereitet zu sein, sollen eben diese Schulden so schnell wie möglich verschwinden? Woher soll das Geld kommen? Komme ich sofort zu, aber Sie hatten ja in der Vorbereitung auch gesagt, Sie wollen Dialog. Deswegen erlauben Sie mir zwei Bemerkungen zu dem, was die Vorredner gesagt haben. Die Corona-Pandemie war natürlich eine der größten Herausforderungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und deswegen sind Fehler an der Stelle völlig normal. Aber zu behaupten, wir seien gut durch diese Krise gekommen, nimmt völlig aus dem Blick, dass wir die Grundanker unserer Verfassung an vielen Stellen ignoriert haben, übrigens über alle staatlichen Ebenen. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass ich aus Lingen nicht auf eine Nordseeinsel reisen durfte, sondern ich rede davon, dass Menschen sich von ihren Angehörigen in Krankenhäusern, die verstorben sind, nicht verabschieden durften, dass nachweislich negativ getestete Menschen in SGB-11-Einrichtungen in ihren Zimmern bleiben mussten und nicht mal innerhalb der Einrichtung die Gemeinschaftsräumlichkeiten benutzen durfte, dass Menschen in besonderen Wohnformen, Kinder, wenn ihre Eltern nach 8 Wochen Betretungsverbot wieder reinkommen sollten, die Auflage hatten, auch in Landkreisen hier vor Ort, dass die Eltern ihre Kinder nach diesen 8 Wochen nicht in den Arm nehmen dürfen. Solche Dinge und mehr sind passiert, und das ist Anlass dafür, darüber nachzudenken, dass wir als Gesellschaft, auch als Politik insgesamt, über alle staatlichen Ebenen eben nicht vorbereitet waren auf solche Fragen. Und das Mindeste, was wir daraus mitnehmen müssen, ist der Appell an uns alle, dass uns das nicht wieder passieren darf. So, das muss man einmal vorweg sagen. Und dann kommt man zu den Fragen, was ist auch gut gelaufen? Das sind sicherlich wirtschaftliche Hilfen. Das ist nicht von der Europäischen Union mit der Impfstoffbeschaffung bis hin zu unserer Maskenbeschaffung die Logistik im Kleinteil. Darüber will ich mich jetzt aber auch gar nicht aushalten. Was dann gelaufen ist, ist die Mittelbereitstellung für die Wirtschaft und auch für die sozialen Dienstleister zum Beispiel in diesem Land. Aber auch da muss man, nachdem wir aus der konkreten Krise heraus sind, ja fragen, hat man es eigentlich richtig gemacht? Unser Vorschlag war von vornherein, es über die Finanzbehörden, die alle wesentlichen Kenndaten hatten, im Wege eines Gewinnrücktrags und Verlustrücktrags zu machen für die letzten Jahre und es dort abzuwickeln. Wenn Sie sich angucken, wie die 7, 8, 9 Programme, die wir aufgelegt haben, tatsächlich administriert worden sind. Und ich war dabei, als im Plenum des Deutschen Bundestages Wirtschaftsminister Altmaier gesagt hat, jetzt haben wir es gelernt, wir haben die Bürokratie deutlich entschlackt. Da bin ich in mein Büro gegangen und habe mir den neuen Antrag angeguckt. Der hatte immer noch 43 Seiten, nebst Anlagen. Das ist nicht das, was uns in der Zukunft weitertragen wird und das, was in der Vergangenheit richtig gelaufen ist. Deswegen ist es sehr richtig zu sagen, wir müssen uns auf kommende Situationen wie diese vorbereiten. Wir wissen, dass 41 weitere Zoonosen weltweit schon beobachtet werden, die theoretisch auch zu solchen Pandemien führen könnten. Und dazu gehört erstens das, was Sie gerade gesagt haben, ist Teil unseres Programms, möglichst schnell die riesigen Schulden zurückführen. Wir haben in dieser Wahlperiode im Jahr 2018 den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung gesenkt, weil wir bei der Bundesagentur für Arbeit über 20 Milliarden Euro Rücklagen hatten. Das ist mehr, als wir in der Finanzkrise 2008, 2009 für Kurzarbeit und andere Stützungsmaßnahmen brauchten. Das war aber Ende des letzten Jahres schon verbraucht. Also diese Kassen sind leer. Wir sind nicht mehr auf weitere Krisensituationen vorbereitet. Wir haben unter Finanzminister Scholz riesige Rücklagen zwar noch, aber trotzdem enorme Verschuldungen aufgeführt. Und wenn man auf weitere Krisen vorbereitet sein will, muss man das Geld zurückführen. Und wir können gleich gerne mal darüber reden, wo man das überall kann. Allein durch den Abbau von Bürokratie in diesem Land haben wir enorme Einsparpotenziale. Und dieser permanente Reflex, das können wir an vielen Beispielen gerne gleich noch mal diskutieren, um eine Situation zu verbessern, brauche ich zwingend mehr Geld. Der stimmt eben nicht. Der stimmt in der Sozialpolitik nicht. Und unser Sozialstaat hat das Volumen von 1,1 Billionen Euro. Der Bundeshaushalt nur von 365 Milliarden außerhalb von Krisenzeiten. Und wir haben riesige Einsparpotenziale, riesige Effizienzpotenziale in diesem Land. Und wenn wir die nutzen, dann haben wir das Geld auch für diese Rückzahlung. Stichwort, möchten Sie
möchten Sie noch darauf eingehen, Herr Stegemann? Ich würde gerne noch mal auf die Grundrechtsfrage eingehen. Mir ist es noch mal wichtig, klarzustellen, dass wir natürlich die Themen sehr ernst genommen haben, aber dass es am Ende immer um Verhältnismäßigkeit geht. Und ich halte alle Maßnahmen, die wir beschlossen haben, halte ich für verhältnismäßig, auch wenn viele davon persönlich eine große Betroffenheit hatten. Aber es ging am Ende, Entschuldigung, lieber Jens, wir sind in einer Pandemie. Es ging um Menschenleben. Es ging darum, Menschen vor dem Tod zu schützen, um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Also von daher, ich weiß, das waren schwere Eingriffe in Grundrechte, aber sie waren verhältnismäßig, weil wir Menschenleben zu schützen hatten. Das will ich erst nochmal hier einmal klarstellen. Dann will ich nochmal auch zur Abgrenzungsproblematik bei den Hilfen was sagen, weil Sie, ich weiß, dass es viele Betriebe gibt und dass auch viele Einzelhändler, viele andere Unternehmen, wenn sie dann eben nicht bei 30% Umsatzrückgang waren, wenn sie nicht bei 50% oder 70% waren, ja, dann bin ich immer vor einer Grenze. Wenn ich nur 29,5 habe oder 29, dann bekomme ich eben keine Hilfe. Die haben aber immer diese Abgrenzungsproblematik. Also von daher bitte ich auch ein Stückchen weit darum, dafür ein Verständnis zu entwickeln, dass es hier kein System gibt, was 100% gerecht ist. Es muss irgendwie auch noch nachvollziehbar sein. Es war komplex genug. Die Leute hatten schon Probleme, es zu verstehen, aber ich glaube, dass das alles insoweit gut war. Einen Punkt noch zur Verschuldung. Wir hatten bei der Finanzkrise oder nach der Finanzkrise 2008, 2009 hatten wir im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt eine Staatsverschuldung von knapp 80%. Wir haben in den letzten 10 Jahren, weil wir so gut gewirtschaftet haben, haben wir den Verschuldungsgrad der Bundesrepublik runtergefahren auf 60%. Wir sind jetzt wieder bei 72-73%, Tendenz Richtung 75%. Aber ich glaube, dass wir das als Bundesrepublik sehr gut darstellen können, vor allen Dingen, wenn unsere Wirtschaft wieder vernünftig anfängt zu laufen. Danach sieht es ja momentan auch aus. Aber wie gesagt, ich glaube, wir brauchen uns hier keine nachhaltigen Sorgen zu machen. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir das Ruder wieder rumreißen, weil ich glaube, einige haben sich angewöhnt, dass es auf 10 Milliarden nicht ankommt. Das darf sich jetzt nicht manifestieren, sondern wir müssen jetzt wirklich zur haushaltspolitischen Vernunft zurückkehren, damit wir wieder langsam unseren Anteil an Verschuldung des Bruttoinlandsprodukts zurückfahren können. Und dafür braucht es eben eine ein unionsgeführtes Kanzleramt. Und ich glaube, dann halten wir auch die haushaltspolitische Vernunft weiter im Rahmen. Herr Meiners hatte sich noch gemeldet. Sie wollten darauf noch eingehen, bitte ganz kurz. Fassen Sie sich bitte kurz. Ja, zu den Grundrechtseinschränkungen wollte ich noch mal was sagen. Wir sind mündige Bürger in unserem Land und die epidemische Lage ist gerade von der Bundesregierung, von der Mehrheit im Bundestag noch mal verlängert worden. Und eigentlich gibt es dafür gar keine Grundlage mehr. Jeder, der möchte, der Angst hat, hatte die Chance, sich impfen zu lassen. Und wer das nicht möchte, muss das Risiko eben eingehen. Das lassen wir an der Stelle so stehen, würde ich sagen. Frau de Ridder, wir waren gerade so beim Thema, wo kriegen wir das Geld her, damit dieser Schuldenberg wegkommt. Sie haben angedeutet, wir müssen gar nicht alles aufnehmen. Wir können auch einfach vieles vereinfachen und die Bürokratie abbauen. Jetzt sind Sie drei ja schon seit einigen Jahren zusammen im Bundestag. Und eigentlich sind Sie sich einig, nicht zusammen oder gegeneinander, alle drei sitzen Sie im Bundestag. Genau. Jetzt ist es ja so, dass Sie sich alle drei wohl wünschen, dass die Bürokratie doch etwas weniger wird. Kann man das so sagen? Ja. Das wünschen Sie sich auch schon. Sie schütteln den Kopf. Ich wünsche mir das, ich glaube, den beiden bloß nicht jetzt. Ja, warum ist das denn in den letzten Jahren, wo Sie auch im Bundestag waren, nicht passiert? Warum hat sich da nichts getan in Sachen Bürokratieabbau, Steuervereinfachung? Also nichts getan ist vielleicht ein bisschen zu krass gesagt, aber warum ist da nicht der große Wurf passiert? Naja, also Steuererklärungen auf einem Bierdeckel. Wissen Sie, dazu ist unser Steuersystem auch zu kompliziert. Wenn Sie danach schreien, dann müssten Sie Albert Stegemann noch mal fragen, woher die Beliebtheit von Herrn Merz kommt und warum er das jetzt nicht mehr wiederholt. Was haben Sie denn konkret vereinfacht? Wir haben einige Dinge vereinfacht und schauen sich ruhig auch noch mal an, was wir vor allem in der Krise getan haben. Was Sie vielleicht nicht wissen, ich bin selber auch Solo-Selbstständige und als Herr Göbel eben gerade die Solo-Selbstständigen ansprach, da habe ich gedacht, Sie meinen mich, Herr Göbel. Also vielen Dank, dass Sie mich in Ihre Gedanken und Nachtgebete mit einbeziehen. Ja, in der Tat haben wir hier
beispielsweise mitten in der Krise auch bei den KfW-Krediten nochmal geguckt, wie kann man das schlanker machen, wie kann man schneller helfen. Ich weiß, dass ich jede Menge Unternehmen angesprochen habe, auch Unternehmen mich angesprochen haben und gesagt haben, die Hilfen müssen schneller kommen. Und das war ja auch Stein des Anstoßes, um nochmal zu gucken, wo kann man Bürokratie, wo kann man möglicherweise diese Formulare auch ein wenig entschlacken. Und ansonsten, ich bin strategische Unternehmensberaterin. Ich sehe da in der Tat, wie Jens Beek auch, durchaus das eine oder andere, was man prüfend nochmal sich angucken kann und Entlastung auch für die Unternehmen erwirken kann. Bleiben wir bei dem, was Sie konkret umgesetzt hatten, Herr Stegemann. Was können Sie sich auf die Haben-Seite schreiben? Was haben Sie erreicht in den Jahren, als Sie im Bundestag waren? Also ich glaube, dass wir mitten in der Debatte sind, weil wir brauchen wirklich auch erstmal eine gesamtgesellschaftliche Verantwortungsdebatte. Weil wenn wir uns ehrlich machen, wenn wir wirklich Planungsbeschleunigungsverfahren oder Genehmigungsverfahren beschleunigen wollen, das wollte ich sagen, dann müssen wir am Ende uns auch über Beteiligungsrechte unterhalten. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft insgesamt noch nicht so weit sind, dass wir das am Ende durchziehen. Aber wir brauchen dringend diese Diskussion. Wenn wir wirklich zum Beispiel, wir kommen ja gleich noch auf das Thema Energiewende, wenn wir wirklich alles das, was noch an Trassen gebaut werden muss, wenn alles das, was an Infrastruktur noch geschaffen werden muss, wir werden ja gleich darauf eingehen, dann werden wir das nicht hinbekommen, wenn wir auch über Beteiligungsrechte sprechen. Wir müssen also, wir fragen ja jetzt wirklich konkret, wir schauen ja, wie viele Vögel sich wo befinden und schauen uns das auch über Jahre an. Wir brauchen teilweise 20 Jahre, 30 Jahre für die Genehmigung einer Bahntrasse, einer Autobahn. Das alles kann nicht sein. Das gilt natürlich auch für den Ausbau der Energienetze. Also von daher, wir brauchen diese Verantwortungsdebatte. Und unser Land leidet, glaube ich, ein Stückchen weit darunter, dass auch bei den Behörden vor Ort am Ende, wenn jemand eine Verantwortung übernimmt und sagt, ich sehe gerade den Landrat hier, das Landkreises Emsland, dort arbeiten wirklich viele gute Beamte, die auch ihre Arbeit richtig gut machen wollen. Aber wenn dann einer tatsächlich Verantwortung übernimmt und sagt, okay, für mich ist jetzt in diesem Genehmigungsverfahren wäre das in Ordnung und ich gucke jetzt mal nicht auf 50 Meter, wenn es zum Beispiel um einen Abstand geht, dann haben wir sofort liegt dann sofort eine Klage entweder vom BUND oder vom Naturschutzverband vor und dann wird entsprechend die Behörde verklagt. Also aus diesem Grund kann Verantwortung an der Stelle gar nicht durchdringen, weil sie verhindert wird. Also, und daran wollen Sie in Zukunft ganz eindeutig etwas ändern? Selbstverständlich, weil es ansonsten nicht geht. Ansonsten ist diese Debatte nicht ehrlich. Nochmal, wenn wir Genehmigungsverfahren beschleunigen wollen, dann müssen wir uns auch über Beteiligungsrechte unterhalten. Nur das Ganze ist halt nicht sexy. Das Thema, wenn ich dann auch Verbänden sagen muss, ihr könnt jetzt nicht bei jedem Genehmigungsverfahren mitreden. Das Zeitfenster bleibt 20 Jahre offen, sondern da muss man auch sagen, wenn ich das jetzt schnell über die Bühne bringen will, dann muss das auch in einem halben Jahr geklärt werden. Ich will den Rechtsstaat nicht abschaffen. Bitte, Schwarz-Grün, ne? Bitte nicht falsch verstehen, sondern wir müssen die Beteiligungsrechte straffen und es muss einfach deutlich schneller gehen und es kann nicht sein, dass wir durch neue juristische Eingaben, durch neue Klagen immer wieder Verfahren aufmachen und verlängern und deswegen nicht weiterkommen. Das behindert uns daran, die Prioritäten so abzuarbeiten, wie wir so politisch vorgeben und das ist das, was wir als Union mit dem Entfesselungspaket, wie Armin Laschet es nennt, umsetzen wollen, dass wir hier deutlich in die Beschleunigung kommen. Herr Hüsemann hatte sich noch gemeldet, darauf eingehen zu wollen. Ganz kurz auf Herrn Stegemann direkt. Ganz kurz auf die beiden. Natürlich ist es einfach, als jemanden, der diese Verantwortung nicht trägt und das nicht überblicken muss, das zu kritisieren. Aber Sie haben gerade das Steuerrecht erwähnt. Das deutsche Steuerrecht sei kompliziert und fragt mich was. Es ist schön, dass Sie das wissen. Ich wüsste gerne, wer auf die Idee gekommen ist, die Mehrwertsteuer zu senken für dieses halbe Jahr. Weil ich habe da gesessen und habe gedacht, da sitzt niemand, der auch nur eine Ahnung vom Mehrwertsteuerrecht in Deutschland hat. Mit dem, was er da jetzt auslöst. Ich habe 50 Seiten von meiner Buchstelle bekommen, wo wir die gesamte Bewertung aller Dinge neu durchdiktiert haben. Und ich bin mit einer Landwirtschaft noch ein relativ einfacher Bereich. Es sind Bauvorhaben nicht mehr fertiggestellt worden, weil ich den Bau am Ende dieser Periode gleich mal 20.000 Euro sparen konnte. Also da muss ich sagen, Entschuldigung, das war gut gewollt, aber das war beschissen gemacht. Herr Beek. Also kann ich mich direkt anschließen. Es gab auch ganz viele Unternehmen, die im B2B-Bereich zweimal Umstellungsaufwand hatten und aber nicht einen Cent Ersparnis davon. Es gab ganz viele Bereiche öffentlicher Personennahverkehr mit Umsatzsteuer, lizenzierte Entgelte, da hat sich gar nichts geändert. Es ist an keinem was weitergegeben worden, immerhin die Busunternehmer konnten es gebrauchen. Aber also war eine Katastrophe in der Umsetzung. Die teuerste Einzelmaßnahme, glaube ich, in eurer tollen Idee und bringt
glaube ich, sehr, sehr wenig. Aber ich will auf die beiden anderen Dinge kommen. Drei eigentlich kurze Beispiele. Bitte ganz kurz, wir wollen gleich. Ja, ich versuche es kurz. Aber man kann sich ja nicht hier hinstellen und jetzt sagen, wir wollen jetzt in ein Modernisierungsjahrzehnt und wir haben schon ganz viel getan. Ich nenne Ihnen das erste Beispiel, größte Position im Haushalt, sogenannte Respektrente vom Kollegen Hubertus Heil. So, jetzt kann man lange darüber streiten, ob das synallagmatische Verhältnis zwischen Einzahlen und Auszahlen bei Renten und anderen Sozialversicherungssystemen eingehalten ist oder nicht. Aber wenn man jetzt das Ziel der Sozialdemokraten an der Stelle unterstellt, muss man mindestens noch mal gucken, wie haben sie es denn eigentlich gemacht? Und um das in aller Kürze zu sagen, berufsständische Versorgungswerke etwa 2-3% Verwaltungskosten, Deutsche Rentenversicherung Bund mit mehr Aufgaben 5-6%. Bei dieser sogenannten Respektrente dauerhaft 15,6% der Auszahlungen als Verwaltungskosten, in den ersten 2 Jahren sogar 26%. Deswegen haben sie es auch nicht geschafft, das zum Stichtag überhaupt in Kraft zu setzen. Das ist so ein Bürokratiemonster, so ineffizient, dass man wirklich nur schreiend weglaufen kann. Zweites Beispiel, größte Sozialleistung in Deutschland, Eingliederungshilfe. Hilfe für Menschen mit Behinderung. Hat man gesagt, Bundesteilhabegesetz setzen wir um, wir denken vom Menschen her. Wir haben uns in dieser ganzen Wahlperiode darüber unterhalten, ob eigentlich etwas zur Existenzsicherung oder zur Teilhabe gehört. Bis hin zu solchen Fragen, ob das Mittagessen aufgeteilt werden muss zwischen den Rechtskreisen SGB 9 und 12, will ich nicht vertiefen. Im SGB 12 liegt sozusagen der Einkauf der Nahrungsmittel, im SGB 9 die Zubereitung und dann gab es in Berlin Runden, die sich mit der Frage befasst haben, ob das Gas, das wir einkaufen für den Herd, auf dem das dann gemacht wird, jetzt eigentlich Rechtskreis SGB 12 oder 9 ist. Wenn Sie solche Dinge in die Welt setzen und damit Menschen beschäftigen über Monate und Jahre, so, dann haben Sie keine Ahnung davon, was Entbürokratisierung ist. Über das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz rede ich jetzt nicht, das wissen hier alle besser als ich, aber auch das ein Bürokratiemonster, das nur noch mehr Bürokratie bringt, Nachteile für unsere Wirtschaft und nichts von dem, was die beiden Kollegen aus der Regierung geschildert haben, gerade zeigt. Da sind sich alle einig, dass da was passieren muss beim Bürokratieabbau. Frau Dr. Dreder, haben Sie den Mut, das so stehen zu lassen an der Stelle? Nein, haben Sie nicht. Da geht es nicht um Mut, sondern um Wahrheiten. Ich nehme den Punkt auf. Ja, natürlich, Bürokratien haben komplizierte Strukturen, sind über Jahre, Jahrhunderte, würde ich fast sagen, gewachsene Strukturen. Die aufzubrechen, ist schon verdammt schwierig. Aber ich will was zu dem Bürokratiemonster sagen, gerade weil es um die Grundrente geht und den Disput pflegen Jens Beek und ich. Obwohl, wie gesagt, alle Parteien werden miteinander koalitionsfähig sein. Seien Sie sicher und ohne Sorge. Den Disput führen wir schon ein bisschen länger. Ich habe zum Beispiel zwei private Rentenversicherungen. Die konnte ich irgendwie schon als Studentin abschließen. Und da habe ich mich allerdings auch geärgert, wie hoch die Verwaltungsgebühren sind. Also da jetzt irgendwie so einen Zwist aufzumachen, finde ich etwas schwierig. Und ich will auch noch mal deutlich sagen, wenn ich Herrn Stegemann eben zugehört habe, der alle Verfahren vereinfachen will, Politik, gute Politik, ich meine, wie gesagt, die reklamiert ja auch die FDP für sich, wir werden sehen, was am Ende die Wähler dann für Koalitionen möglich machen werden, bestehen immer darin, Kompromisse zu finden. Hier aber Rechte außer Kraft zu setzen, hier sozusagen den NABU, hattest du gesagt, so völlig zu enthaupten, das finde ich sehr schwierig, weil wie gesagt, das sind schwierige Prozesse und wie gesagt, wir machen immer Güterabwägung. Sie können beim sozioökologischen Umbau nicht einfach sagen, das ist uns doch egal, wenn da irgendwelche Vögel oder Hamster sind, die haben auch ein Lebensrecht und hier geht es immer um komplizierte Abwägung. Das sollte man in der CDU nicht vergessen. Wenn Sie Herr Stegemann, ich wollte noch wichtige andere Themen ansprechen. Wenn Sie beim Thema Abwägung, Sie haben es angesprochen, Thema Abwägung. Also für Sie, für Ihre Partei, für die SPD ist ganz klar, Sie wollen die Steuern erhöhen. Das trifft natürlich auch die Wirtschaft hart in einigen Teilen. Also es klingt ein bisschen unlogisch. Wie soll die Wirtschaft in Schwung kommen, wenn die Unternehmen dann noch stärker belastet werden? Steht das in Konflikt? Wie stellen Sie sich das vor? Wie wägen Sie an der Stelle ab?
Naja, es sind ja Aushandlungsprozesse. Sie haben es eben schon selber gesagt, wo man nachher am Ende schauen muss, was steht. Und das ist das Entscheidende. Habe ich jetzt zwei lange Legislaturperioden auch intensiv gelernt. Das sind Aushandlungsprozesse, bei denen es dann nachher darauf ankommt, was steht tatsächlich im Koalitionsvertrag. Und ja, natürlich muss man irgendwie schauen, gerade um die, man kann zwei Dinge in der Krise tun. Man kann die Einnahmenseite erhöhen, das wäre über Steuern, da haben Sie völlig recht. Und man kann natürlich schauen, ob man weitere Einnahmen generiert. Auf der Seite sind wir ganz besonders stark. Also hier geht es auch nochmal darum, auch Innovationsförderprogramme, 30 Milliarden anzubieten und da nochmal zu gucken. Also ich gebe jetzt ein Bekenntnis ab. Wie gesagt, als Solo-Selbstständige liegt mir sehr daran, eine stabile und prosperierende Wirtschaft und Unternehmen in Deutschland zu erleben. Und gerade mit solchen Förderpaketen, klar möchte Herr Göbel nicht ständig Anträge stellen, das verstehe ich auch, aber es ist doch da auch die Lösung zu finden, dass man, wie gesagt, wir sind das Land der Dichter und Denker, vor allem der Denker in der Wirtschaft, wo wir auch Innovationsförderung betreiben können, wo wir eine andere Start-up-Kultur nochmal aufbauen können und wo wir dann auf der Einnahmenseite auch unsere Stärken entwickeln können. Herr Göbel hat es gesagt, Steuererhöhungen wären eigentlich Gift. Herr Stegemann, ich leite nochmal zu Ihnen über an der Stelle. Sie planen keine weiteren Steuererhöhungen. Nein, um Gottes Willen. Sie gehen im Prinzip davon aus, dass das Ganze nochmal so funktioniert wie bei der Finanzkrise 2008, 2009. Also keine weiteren Steuererhöhungen. Sie sagen, je schlagkräftiger die Wirtschaft jetzt aus der Krise rauskommt, umso höher sind dann am Ende die Steuereinnahmen. Ist das ein Kalkül? Ist das eine politische Wette? Wie sehr können Sie sich darauf verlassen? Ist das die Politik des Weiter-so, die so oft kritisiert wird? Was heißt das Weiter-so? Also ich weiß doch, nehmen wir doch mal, ich beziehe mich mal auf die Aussage von Herrn Hüsemann, ob das jetzt bei der Mehrwertsteuerabsenkung in der Corona-Krise alles so gut gelaufen ist, will ich jetzt hier gar nicht abschließend bewerten, aber was die Grünen zum Beispiel vorhaben. Ich will nur mal ein kleines Rechenbeispiel geben, ein ganz konkretes, was es heißt, wenn wir wirklich zum Beispiel die Steuerpolitik der Grünen umsetzen würden. 6 Prozentpunkte bei der Einkommensteuer rauf und die Vermögensteuer. Nur die beiden Punkte, Vermögensteuer auf 1% rauf. Was bedeutet das für einen mittelständischen Betrieb bei uns in der Region, wie wir ihn kennen, ein Handwerksbetrieb mit 10, 20 Mitarbeitern, der in der Regel als Personengesellschaft geführt wird. Jetzt mal ganz konkret an diesem Beispiel. Jetzt denkt man ja, Mensch, dann werden halt aus 42, 48% kommt noch ein Prozent dazu. Das ist ja gar kein großer Unterschied. Nein, das täuscht. Die Vermögensteuer macht am Ende alles platt. Diese Vermögensteuer würde das Finanzamt über den sogenannten Multiplikator ermitteln. Wenn Sie ein Unternehmen haben, was 100.000 Euro pro Jahr verdient, was keineswegs außerordentlich ist oder was keineswegs zu viel ist, dann würde das Finanzamt den Multiplikator 20 oder in der Nähe von 20 anwenden. Ist dieses Unternehmen 2 Millionen Euro wert, 1% Vermögensteuer macht 20.000 Euro und dann gehen Sie von 42 auf 48 hoch, dann haben Sie am Ende quasi die Besteuerung von 42 auf 78,5% hochgefahren. Sie haben nahezu eine Verdoppelung der Steuerlast, wenn Sie das grüne Steuerkonzept umsetzen. Und dann sage ich Ihnen ganz konkret, wenn diese Liquidität fehlt, da kann Frau de Ridder auch reden, wie sie will, dann ist das eine Innovationsbremse, weil den Unternehmen das Geld fehlt für Investitionen in Innovationen. Und das würde am Ende ist es denn eine Milchmädchenrechnung. Wir haben dann mit Zitronen gehandelt. Dann bricht der ganze Staat zusammen. Dann wird die Arbeitslosigkeit steigen. Und das ist unsere Achillesferse. Das sind noch nicht mal die Steuern, sondern das sind die Sozialversicherungsbeiträge. Was glauben Sie, was in diesem Land los ist, wenn wir hier irgendwann mal wieder 1 bis 2 Millionen mehr Arbeitslose haben, die dann plötzlich von Beitragszahlern zu Beitragsempfängern werden? Wenn wir dann neben den höheren Steuern plötzlich auch noch wesentlich höhere Beiträge für die Rente, für die Krankenversicherung, für die Pflege, da steht uns schon eh vieles ins Haus. Und dann weiß ich überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Also von daher die Flucht nach vorne, ganz klar auf Wachstum setzen, auf Innovationskraft setzen, auf einen starken Mittelstand setzen, auf starke Unternehmer setzen. Und dann kriegen wir das nur hin, wenn wir sie nicht belasten. Und deswegen lassen wir die Finger von Steuererhöhungen, ganz klares Signal, weil ohne Mittelstand ist Wohlstand in diesem Land nicht zu haben. Wir kommen gleich zur ersten Fragerunde. Also falls Sie noch nicht bereit sind, falls Sie noch keine Fragen notiert haben, dann erledigen Sie das bitte jetzt. Für Unternehmen ganz besonders wichtig ist ja auch die Gewerbesteuer. Im internationalen Vergleich ist sie hier ziemlich hoch oder beziehungsweise eine Sonderbelastung. Wie sehen Sie die Zukunft der Gewerbesteuer, Herr Beek?
Wir sind für die Abschaffung der Gewerbesteuer und stattdessen für die Kommunen für einen eigenen Hebesatz auf die Einkommensteuer. Das ist schon lange unsere Politik. Wir haben sie nur noch nicht durchsetzen können. Brauchen wir auch eher das Land und den Bund für. Die Karten sind eingesammelt, sind noch nicht eingesammelt. Herr Hesse. Solange Herr Hesse die Karten einsammelt, falls es Fragen Ihrerseits gibt, noch eine Frage an Sie, Herr Meiners. Ihre Partei geht noch einen Schritt weiter. Sie wollen laut Wahlprogramm neben der Gewerbesteuer auch noch die Grundsteuer komplett abschaffen. Wie wollen Sie denn dann die Finanzierung der Kommunen sicherstellen? Ja, die müssen dann aus anderen Töpfen eben auf Bundesebene finanzieren. Aus welchen? Ja, aus dem Gesamtsteueraufkommen des Bundes. Weil wir haben einige Steuern, auch diese Steuer ist jetzt nicht die ertragreichste und wir müssen sowieso daran, die nicht so ertragreichen Steuern, wie zum Beispiel das beste Beispiel dürfte die Schaumweinsteuer sein, Steuern, die fast so viel kosten bei der Einziehung, wie sie tatsächlich ein Aufkommen haben, die brauchen wir nicht. Und wir müssen generell auch gucken, wie wir unsere Ausgaben reduzieren sollen. Wo ich seit Jahren überhaupt kein Verständnis für habe, sind die Unsummen an Geldern, die wir mittlerweile für Genderwissenschaft ausgeben. Auch müssen wir sehen, dass unsere eigenen Steuergelder im eigenen Land bleiben, also auf EU-Ebene. Wir hauen mittlerweile so viel Geld in andere Länder raus, dass unsere eigenen Steuergelder haben, erstmal hier zu bleiben. Wir beginnen die erste Fragerunde. Die aktuelle Regierung, vor allen Dingen die CDU, hat den Ausbau der erneuerbaren Energien förmlich gegen die Wand gefahren, vor allem weil die dezentralen Lösungen, zum Beispiel der PV-Eigenstrom, ständig weiter verkompliziert und bürokratisiert werden. Wie wollen Sie das Diktat der großen Energieversorger brechen, damit man mit den vielen Möglichkeiten über viele dezentrale Projekte endlich nennenswert vorankommt? Frage in die Runde. Ich gehe davon aus, dass es eine Frage in die Runde ist. Wer fühlt sich berufen als Erster zu antworten, Frau Dritter? Der Frager hat recht oder die Fragende. Da hat es harte Kämpfe gegeben. Allein wenn ich mir überlege, wie groß die Debatte war mit Herrn Altmaier, wenn es darum ging, Windräder aufzustellen und wie weit der nächste Ort oder das nächste Haus weg sein durfte. Und das wären ja Konzepte, ja, also Windparks, Windgärten aufzustellen, die ganz im Sinne des oder derjenigen, die Fragen gestellt haben, sind und wo man sich auch nochmal genau angucken muss, ob es da nicht tatsächlich in der Tat eine Blockadepolitik gab. Wir haben nachher einen Kompromiss gefunden, aber das war harte Arbeit, kann ich Ihnen sagen. Und das wäre etwas, was man möglicherweise in einer anders gefärbten Koalition nochmal angehen muss und wirklich auch zu einer Energieautarkie, jedenfalls schrittweise dahin kommend, überlegen muss. Herr Stegemann, was sagen Sie gegen den Vorwurf, dass Sie den Ausbau der erneuerbaren Energien gegen die Wand gefahren? Also gegen die Wand gefahren ist sicherlich nicht der richtige Begriff. Wir haben Herausforderungen. Wir haben allerdings auch die Situation, dass wir zum Beispiel bei Onshore, da müssen wir aufpassen, dass wir auch die Akzeptanz behalten. Ich halte es nicht für richtig, sage das ganz klar, und davon distanziere ich mich auch, wie man im Süden dieses Landes mit Onshore umgegangen ist, dass man dort ganz bewusst, sagen wir mal, Onshore-Anlagen diskriminiert hat. Da müssen wir den politischen Druck erhöhen. Wenn ich das bei uns in der Grafschaft im Emsland sehe, wir haben eine Onshore-Versorgung hier von über 100%. Also von daher, wir sind hier absolut vorbildlich. Da muss sich der Süden ein Stückchen weit was von uns abgucken. Aber auf der anderen Seite, es geht gar nicht anders. Wenn ich mir die Terawattstundenbedarfe der Zukunft anschaue, werden wir das alleine mit Onshore überhaupt nicht bewältigen können, sondern wir haben alleine wenn wir unsere Forderung bzw. unser Ziel bis 2045 umsetzen wollen, dann brauchen wir Offshore zusätzlich 40 Gigawatt zusätzlicher installierter Leistung. Und diese 40 Gigawatt, ich habe das gerade schon mal angedeutet, die müssen dann auch noch transportiert werden. Also die A-Nord-Trasse, die jetzt gebaut wird, nur mal zum Vergleich für diejenigen, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen, die transportiert gerade mal 1,8 Gigawatt. Und die sozusagen, die substituiert später das AKW
mit 1,4 Megawatt an der Stelle sozusagen. Die wird da einfach angeschlossen und wird dann substituiert. Also da steht nochmal ein Bedarf von dem Faktor 20 an. Und deswegen, ich glaube, dass es gar nicht anders geht als mit einem ganz wesentlichen Fundament von Offshore. Sicherlich können wir über Repowering und auch über eine zusätzliche Akzeptanz, Akquise dafür sorgen, dass Onshore auch einen Beitrag leisten kann, begleitet vom natürlichen Energiemix von Bioenergie und Photovoltaik. Stichwort Bürokratieabbau. Nächste Frage. Die kleinen und mittleren Unternehmen spüren davon wenig. Ständig neue Auflagen. Beauftrage für alles und jeden. Beauftragte für alles und jeden. Datenschutz. Sinnvoll oder überzogene Auflagen? Warum müssen gleiche Informationen für jede Behörde separat gemeldet werden, anstatt ein Once-Only-Prinzip zu etablieren? Was tun Sie dagegen? An alle Kandidaten gerichtet. Herr Beek? Das ist genau das, was wir fordern. Dafür brauchen wir eine Behörde, die das Ganze sammelt. Da kommen wir längst in andere Themenbereiche. Ich hatte gerade das Privileg, beim Bundessozialgericht mich mit den Vorsitzenden Richtern zu unterhalten. Die wissen ja nicht mal, wie sie die obersten Bundesgerichte digitalisieren sollen, weil uns die Fachleute fehlen. Also manchmal muss ich zugeben, ganz selten bin ich froh, dass unsere Handelsregister und Grundbücher noch staubig sind und auf Papier stehen, weil ich schwere Bedenken habe, ob wir eigentlich in der Lage sind, unsere digitale Infrastruktur eigentlich zu schützen. Der Bundestag ist es nicht. Die Fahrbereitschaft des Bundestages ist es auch nicht, um mal nur zwei Bereiche zu nennen aus den letzten 12 Monaten, wo wir wissen, dass wir Abfluss hatten. Also da ist ganz, ganz vieles im Argen. Das ist auch nicht so einfach, weil uns gerade die Fachleute fehlen, die wir erstmal ausbilden müssen. Und dazu müssen wir erstmal diejenigen ausbilden, die dann die nächsten ausbilden. Das wird nicht in 5 Jahren zu regeln sein, aber das ist die mit Abstand drängendste Baustelle, die wir haben, um dann zu solchen Lösungen zu kommen, nämlich die Daten, die ich abgeben muss, nur einmal abgeben zu müssen und dann mit einem vernünftigen System den Zugriff der Behörden darauf insgesamt zu erleichtern. Aber Sie haben ja noch eine Vielzahl von anderen Dingen mehr. Die Datenschutzgrundverordnung hatte zum Ziel, Facebook, Apple und anderen Schranken aufzuzeigen. Jetzt stellen wir heute fest, die empfinden diese Schranken gar nicht so richtig doll. Dafür hat jeder kleine Verein vor Ort Riesenprobleme, das umzusetzen. Also auch da hat man doch wieder mit Kanonen auf Spatzen geschossen und überhaupt nicht getroffen. Und so geht das in ganz, ganz vielen anderen Bereichen weiter. Ich sehe das selber als Freiberufler. Ich führe meine Kanzlei eigentlich kaum noch, mache nur die Restmandate fertig, weil Bundestagsabgeordnete Vollzeitmandat ist. Aber die Auflagen, die ich zu erfüllen habe, werden ständig mehr. So, und da stellt sich dann schon die Frage, ob das eigentlich noch Sinn macht. Und deswegen, ich hätte ja gerne mal die Antwort auf Ihre Eingangsfrage von den beiden Kollegen aus den regierungstragenden Fraktionen gehört. Wo ist denn eigentlich irgendetwas abgeschafft worden in den letzten 8 oder 12 Jahren, was den einzelnen kleinen, mittleren Unternehmer oder auch den Bürger nervt? Ich kenne gar nichts. Frau Dr. Ritter, möchten Sie direkt darauf eingehen? Ja, also wir haben zum Teil Probleme, was die Digitalisierung angeht. Ich würde tatsächlich vielleicht direkt auf Herrn Beeks Frage, also wo ist konkret was abgeschafft worden und wie soll es also im Gegensatz zu ihm erlebe ich als Solo-Selbstständige nicht, dass viel, viel mehr dazugekommen ist. Und wenn Sie sagen, one in, one out wäre ein gutes Prinzip, dann muss man sich, wie gesagt, da auch mal angucken, was da auch in unseren Kommunalverwaltungen durchaus schon verschlankt worden ist. Da reicht allerdings nicht der Blick auf die letzten 4 Jahre, da muss man sich das noch mal ein bisschen genauer angucken. Ich habe allerdings ein Problem damit, lassen Sie mich das bitte anfügen, wenn dann der Datenschutz dabei irgendwie minimiert werden soll. Das halte ich gerade angesichts der Beispiele, die Herr Beek genannt hat, den Cyberattacken etwa, denen wir ausgesetzt sind, für keine gute Idee. Ich fand es allerdings auch keine gute Idee von Frau Karliczek, dem digitalen Ausbau dadurch einen Riegel vorzuschieben, dass man gesagt hat, nicht an jeder Milchkanne müsse der digitale Ausbau stattfinden. Das Gegenteil ist ja der Fall und wir haben das ja auch unter Beweis gestellt, aber etwa durch den Digitalpakt an den Schulen, wie wichtig das ist. Aber wie gesagt, ich würde hier nicht eintauschen. Und dagegen verwahre ich mich auch ausdrücklich. Datenschutz versus Bürokratieabbau. Nächste Frage an Herrn Stegemann. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Wir können leider nicht alle Antworten heute Abend, die in Ihnen brennen, dann noch hören, weil wir dafür fehlt einfach der Zeitrahmen. Nächste Frage aus dem Publikum, letzte Frage aus dem Publikum an Sie. Ohne Steuererhöhungen und mit Schuldenbremse. Wie möchten Sie den Klimawandel bzw. die Maßnahmen dagegen finanzieren?
Also ganz klare Antwort mit Innovation. Wir müssen technologieoffen bei den Lösungen, was die Herausforderung des Klimawandels angeht, bleiben. Da brauchen wir eine andere Grundhaltung. Da brauchen wir auch eine andere Grundhaltung des Bundesumweltministeriums, weil das Bundesumweltministerium teilweise wirklich hier in ganz engen Schranken denkt. Also das Beispiel, dass wir bei der Mobilität ausschließlich auf Elektrifizierung setzen, halte ich für fatal. Wir haben gerade bei uns in der Region, wir haben hier wirklich, wir haben Rohölproduktion, Rohölverarbeitung, wir haben Biomethanerzeuger und wir können hier durch innovative Produkte, wir können doch wirklich biogene Kraftstoffe herstellen, wenn wir doch mal, und das wollen, sollten wir als Politik nicht vorgeben, wir sind doch nicht die besseren Wissenschaftler oder die besseren Tüftler. Deswegen Technologieoffenheit und mit Technologieoffenheit, wenn sie sich dann durchsetzt und wir müssen das sicherlich politisch flankieren und ein Stückchen weit mit auf den Weg bringen, aber dann entstehen dort auch neue Chancen und dann können andere Länder von uns lernen und wir können unsere Produkte hochmargig absetzen. Also von daher mit Innovation werden wir hier vieles bewegen und für mich ist zumindest wirtschaftspolitisch auch die Herausforderung des Klimawandels, die wirklich sehr, sehr groß sind, aber auch mit einer großen Chance verbunden, wenn wir hier mutig vorangehen. Wir gehen über in den nächsten Themenkomplex. Das ist direkt eine gute Überleitung, die Sie uns gegeben haben. Es geht um Thema Klimawandel, Klimapolitik, um Innovationen, die wir alle brauchen. Herr Hüsemann, Ihre Partei setzt in der Energie- und Umweltpolitik auch auf nationale Alleingänge. Also andere Länder in der EU und vor allem auch große Drittstaaten wie die USA oder China, die zeigen sich da nicht so ambitioniert. Da besteht doch die Gefahr, dass die Produktion dann in andere Staaten verlagert wird, wo eben nicht die gleichen Umweltstandards gelten und dass die Treibhausgase eben dort in die Luft geblasen werden. Wie wollen Sie das verhindern und wie wollen Sie sicherstellen, dass Deutschland trotzdem wettbewerbsfähig bleibt? Wollen Sie mir mal ein konkretes Beispiel geben? Wie bitte? Wollen Sie mir mal ein konkretes Beispiel geben? Ein konkretes Beispiel. Ja, wünschen sich, wozu... Welche Industrie Sie als erstes befürchten, dass sie ins Ausland abwandert? Gut, Herr Meiners, ich nehme gerne Ihren Einwurf. Die Aluminiumwerke sind tatsächlich ein gewaltig energieaufwendiger Prozess. Aber ich glaube, dass wir das Thema jetzt... Ich freue mich, dass wir jetzt noch zu der Thematik kommen, weil ich gerade schon gedacht habe, wir diskutieren über die Probleme Deutschlands, aber die wirklichen Probleme, die auf uns zukommen und die wir alle miteinander ja lange verdrängt haben, ist die Auswirkung der Klimaveränderung. Und dass die Grüne Partei da ambitioniert, vielleicht sogar eben nicht Europa oder weltweit abgestimmt, schrittweise Ideen hat, sondern etwas vorangehen will, hat nicht damit zu tun, dass wir denken, dass wir das Klima retten können, nur wenn wir den 1,5-prozentigen Anteil, den die Bundesrepublik im Moment rein rechnerisch an der Welt am Welt-CO2-Ausstoß hat, wenn wir den senken und dann retten wir das Klima. So ist es nicht. Aber wenn die deutsche Industrie und die deutsche Wirtschaft immer noch für sich die Vorreiterrolle an Denkern, an Intelligenz, an Innovation in Anspruch nimmt, dann muss man sagen, die Herausforderung der nächsten 20, 30 Jahre, die ich vielleicht nicht mehr erlebe, aber meine Kinder und meine Enkelkinder erleben werden, die Herausforderung ist, dass wir uns daran anpassen müssen. Und wenn uns in der Bundesrepublik der Umbau unserer Wirtschaft und unserer Industriegesellschaft auf Energieeinsatz, der nicht CO2, der CO2-neutral ist, wenn der uns gelingt, viele Länder gucken da drauf, ob das den Deutschen an der Stelle gelingt. Da sind Chancen, die Windkraft hat ja mal in Aurich in der Garage angefangen, um es mal vorsichtig zu sagen, bei Herrn Wobben, da haben sie alle gelacht über diese Anlagen. Enercon war zeitweise die wertvollste Firma in Norddeutschland irgendwann. Und das Unternehmen hat Fehler gemacht, aber die Windkraftentwicklung in der Welt ist von dieser Stelle angestoßen worden. Ich habe die Hoffnung, dass auch der Umbau einer Wirtschaft von Deutschland aus angestoßen wird. Ja, ich bin sehr wohl innovationsoffen. Allerdings, wenn hier so mit einem leichten Satz gesagt wird von Herrn Stegemann, wir haben ja auch eine Raffinerie und wir können ja auch synthetische Kraftstoffe entwickeln, dann möchte ich gern das tun, was Sie uns immer raten. Wir sollen auf die Wissenschaft hören. Und die Wissenschaft sagt, dass man 18 Mal so viel Energie da reinstecken muss in den synthetischen Kraftstoff, als wenn man es direkt in elektrische Energie umwandelt. Also, das war zwar ein schöner Hinweis darauf, ich glaube nicht, dass die Zukunft die synthetischen Kraftstoffe sind, aber was die Zukunft ist,
Das kann ich Ihnen heute auch noch nicht sagen. Das Fakt ist nur, dass wir anfangen müssen. Wir wissen, dass wir bei der Windkraft was machen können. Wir wissen, dass wir für die Verbrennungsprozesse, und da sind wir vielleicht noch nicht bei der Aluminiumhütte, aber wir sind bei der Stahlherstellung, dass wir mit dem Wasserstoff, der 3 Anteile Strom vernichtet und trotzdem dann mit Wasserstoff ein Stahlwerk betreiben können. Wir haben schon eine Ahnung, was geht. Und ja, ich will, dass wir das probieren und dass wir das schaffen und aber nicht so Luftgespinste hinspinnen. Ich glaube nicht, dass man alles sofort gesetzlich regeln kann. Und wenn ich die Pläne sehe, und da sage ich ganz offen auch meine eigene Partei, es ist sehr einfach, einen Klimaschutzplan von 32 auf 30 runterzuschreiben. Es umzusetzen und es dann tatsächlich miteinander hinzukriegen, das ist dann noch ein ganz anderes Ding. Sie wollen es probieren, haben Sie gerade gesagt. Sie wollen das probieren. Das klingt so ein bisschen nach, hoffen wir mal, schauen wir mal, wie es dann letzten Endes wird. Was sagen Sie den Unternehmen, die sich ja wirklich Sorgen machen, auch angesichts einer steigenden CO2-Steuer? Also ganz schön wäre jetzt, wenn nicht nur wir hier Namensschilder hätten, sondern die Kollegen aus der Wirtschaft auch. Und dann würden wir sehen, wie vielfältig die Firmen aufgestellt ist. Und das, was wir jetzt so locker sagen, betrifft ja eine Firma stärker, eine andere weniger stark. Da gibt es Maschinenbauunternehmen, die diese Chance komplett wittern und darin ja auch schon ein ganzes Stück weit vorangekommen sind. Aber da gibt es auch natürlich Unternehmen, die einen hohen Einsatz von Brennstoff haben, die Ziegelherstellung, die Stahlherstellung, die natürlich ein größeres Problem an der Stelle haben. Ehrlich gesagt, ja, die CO2-Steuer wird Prozesse verteuern. Die wird Prozesse verteuern. Die wird den einen oder anderen Unternehmer auch, ich sag mal, in Schwierigkeiten bringen, ob das Modell so noch funktioniert zu diesen Konditionen. Aber wenn wir diese Verhältnisse nicht langsam verschieben, dann wird es auch nicht gehen. Und ehrlich gesagt, ich will nicht Klima und Wetter komplett übereins ziehen, aber eine Windhose durch Ostfriesland, das, was in Ahrweiler passiert ist, da wird jetzt locker gesagt, mit 30 Milliarden beheben wir das. Aber wenn wir solche Ereignisse bekommen, ganz unabhängig von dem Schicksal der Menschen, ja, dann werden die wirtschaftlichen Kosten gewaltig groß. Die Frage ist, ob wir es schaffen, uns miteinander auf diesen Weg zu machen und nicht jemanden komplett zu überfordern. Da habe ich durchaus Angst, aber Frau Dr. Dreda, ich würde gerne Sie noch mal konkret fragen, weil Sie ja auch auf ein klimaneutrales Deutschland setzen. Wie wollen Sie denn die Unternehmen mitnehmen? Wie wollen Sie sicherstellen, dass ja auch unsere Region, die Region hier, weiter wettbewerbsstarke Industriestandorte bleiben? Naja, indem man auch noch mal darauf verweist, was eigentlich alles schon passiert ist. Sehen Sie, als ich mit Heiko Maas in China war, da war auch ein VW-Vertreter dabei und den erwähne ich besonders, weil jeder zweite VW, der produziert wird in Niedersachsen, nach China exportiert wird und China im Moment nur noch Elektromobilität abnimmt. Das hat auch was völlig zu Recht mit den klimatischen Bedingungen dort zu tun, mit dem Smog etwa, den Sie da sehen. Und unser Ansatz ist weniger, die Unternehmen zu besteuern, auch wenn wir hier, wenn ich jetzt heute hier das Etikett bekomme, Steuererhöhungsparteimitglied zu sein, das ist mitnichten der Fall, sondern durch Innovation anzuregen. Und Wasserstoff ist schon seit 6 Jahren mein Thema. Auch deshalb brauchen wir eine globalisierte Marktwirtschaft und Entwicklung, Forschung und Innovation. Und deshalb müssen wir da auch investieren. 30 Milliarden, ich kann mir nicht vorstellen, dass 30 Milliarden sozusagen das Rettungspaket für Ahrweiler gewesen sein soll. Das federt allenfalls die sozialen Lebensbedingungen der Menschen, die davon betroffen sind, ab. Aber da wird mit Sicherheit noch vieles mehr dazukommen müssen, damit, und daran glaube ich immer, lassen Sie mich ein Beispiel machen. In der Jahrhundertwende, 1890 auf die 1900er Jahre, da hat man in London geglaubt, man würde unter dem Pferdekot ersticken. Weil das war ein Riesenproblem in London, überall in den Straßen Pferdekot. Das war im Übrigen auch Ausgangssituation für Seuchen. Heute, dank Innovation, ist das überhaupt kein Thema mehr. Und deshalb glaube ich an die Innovationskraft unserer Unternehmen, unseres Mittelstandes, unserer Wirtschaft. Wir haben kluge Köpfe, aber wir müssen nicht sanktionieren, sondern alimentieren. Und das ist der Plan der SPD. Und diese Schlüsselindustrien, die dann eben besonders innovativ sind auch, die wollen Sie dann schützen.
Das hat ja eine bestimmte Wirkung dann auch auf Handelspartner, aufs das Ausland. Das haben wir auch schon getan, gab eine Riesendebatte dazu. Ich bin ja auch Berichterstatterin für Außenhandelspolitik. Da hat uns dann allerdings die FDP vorgeworfen, Protektionismus zu betreiben. Den Vorwurf nehme ich aber gerne an, weil, wie gesagt, wir müssen uns auch schützen vor unsere eigenen Unternehmen stellen. Das hat da nichts damit zu tun, dass wir Protektionismus betreiben, sondern dass wir unseren Wirtschaftsstandort sichern. Wie wollen Sie verhindern, dass Handelspartner damit gegen Maßnahmen reagieren? Naja, das haben wir ja die ganzen letzten 4 Jahre unter Trump erlebt, dass da Zölle zum Beispiel kommen. Aber wissen Sie, so funktioniert der globalisierte Markt nicht. Irgendwann werden die da nachgeben und wie gesagt, irgendwann wird auch nicht nur eine binnenmarktorientierte Politik in den USA, wie Trump sie betrieben hat, an ihr Ende gelangen. Herr Beek, Ihnen zuckt es schon in der Hand. Ja, nicht nur da. Aber so die Aussage, dass die SPD im Deutschen Bundestag dafür sorgt, deutsche Unternehmen zu schützen, ist nun wirklich eine tapfere Aussage. Man will ständig die Abgaben und Steuerlast, die Bürokratie erhöhen. Man hat im Grunde kaum noch Ausgaben für Innovation und Forschung, auf die man dann auf der anderen Seite setzt. So wird es nicht gehen. Sondern man muss einmal akzeptieren, dass die Frage der Klimaziele, du kannst ja gleich wieder antworten, Daniela, da freue ich mich ja mal drauf, dass die Frage der Klimaziele überhaupt nicht umstritten ist. Das 1,5-Grad-Ziel ist nicht umstritten, die Pariser Verträge sind nicht umstritten. Wir streiten alleine über die Frage, wie wir den Weg dorthin gestalten. Und dann ist es ein bisschen dünn zu sagen, ich weiß gar nicht so genau, wie das ausgeht. Ich weiß auch nicht, was am Ende die konkrete technische Lösung ist, aber die FDP hat ein klares Konzept vorgeschlagen, die internationalen Verpflichtungen und die Ziele einzuhalten, nämlich die Ausweitung des CO2-Emissionshandels vollständig. Das führt auch dazu, dass Kosten steigen. Da muss man sich ja gar nicht vertun. Und deswegen muss das in einer Übergangsphase massiv begleitet werden. Erster Vorschlag dazu, EEG muss komplett weg. Ich war heute Morgen in einer Ziegelei rein zufällig. So, und das EEG-Umlagesystem, wird Herr Göbel bestätigen können, hat ja noch den großen Charme, dass Sie nicht mal als Unternehmen selber sagen können, ob sie in die Härtefallregelung fallen oder nicht. Da kommen dann Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und erzählen ihnen das. Und hinterher, je nachdem, wo sie sind, wenn sie bei 1,3 Millionen Kilowattstunden sind, dann haben sie da vielleicht gar nichts von, weil die Kosten des Steuerberaters höher war. Also das ist auch ein klassisches Beispiel dafür, dass sie ein riesen Bürokratiemonster abschaffen können und zeitgleich wenigstens diese höchsten Energiekosten im ganzen OECD-Raum, die wir unseren Unternehmen, genauso wie den Verbrauchern zumuten, absenken können, um diese Übergangszeit abzumildern. Wir müssen darüber hinaus mal darüber reden, wie wir diesen CO2-Zertifikathandel, den es ja in einzelnen Branchen schon gibt, bei Ziegeleien zum Beispiel, hochnachhaltiges Projekt, müsst ihr eigentlich verteidigen ohne Ende, reiner Naturstoff, wie man das so handhabt, dass man es wirklich handhaben kann. Es geht ja gar nicht darum, dass ich auf meinen Stromzähler gucke und sage, das ist die von mir eingesetzte Energie und jetzt zahle ich darauf irgendwas, sondern ich muss ja die Vorprodukte heute sogar noch mit berücksichtigen. Das kann ja kaum jemand. Auch dafür laufen wieder Leute rum, die dann übrigens doppelt kontrolliert werden mittlerweile. Auch das relativ neue Bürokratie. So, das alles funktioniert nicht, sondern solche komplexen Monster abschaffen, das verstehen als notwendige Übergangshilfen für die Unternehmen, nicht selber sagen, wem konkret man jetzt noch 1 Milliarde geben will, sondern diese Belastung insgesamt abschaffen, Innovation und Forschung steuerlich deutlich fördern und international auf ein verträgliches Maß von maximal 25% Unternehmensbesteuerung kommen. Und dann haben wir eine gute Chance, mit der Innovation und dem Erfindungsgeist, den ihr immer ansprecht, Daniela, auch wirklich zu Ergebnissen zu kommen. Herr Stegemann, EEG-Umlage abschaffen? Ja, nein? Ja. Ganz kurz, wie halten Sie es? Das hat mir sehr gut gefallen, was der Herr Beek gesagt hat. Das könnte ich weitestgehend mit unterschreiben, weil mir ist nochmal wichtig, an diesem Punkt nochmal klarzustellen, dass oft wird ja der Markt in Frage gestellt, aber der Markt funktioniert. Und am Ende bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wenn wir über Anreize und wenn wir ein marktwirtschaftliches System anwenden und wir machen das mit dem Zertifikatehandel, dass wir dann dort eben zur Einsparung von CO2 kommen, wo es den geringsten ökonomischen Schaden anrichtet, um es so auszudrücken. Also von daher, EEG abschaffen, bin ich sehr dafür, nur als kleine Anekdote aus dem Bundestag. Wir haben normalerweise für jedes politische Thema haben wir einen sogenannten Berichterstatter. Für das EEG haben wir inzwischen 3 Berichterstatter. Und weil es so viel Partikularinteressen beim EEG gibt, ich werde ja dann auch permanent angesprochen, aber diese Berichterstatter, wenn wir mittwochs Ausschuss haben, die können ab Montag, kann man die praktisch nicht mehr erreichen. So komplex ist dieses System geworden und wir müssen das EEG abschaffen. Ich bin vollkommen an der Stelle bei Herrn Beek, weil das führt am Ende zu nichts. Aber die nochmal
auf Anreize zu setzen, nicht auf Verbote und auf marktwirtschaftliche Instrumente zu setzen. Das wird uns am schnellsten nach vorne bringen und den kleinsten ökonomischen Schaden anrichten. Wie wollen Sie die Strompreise denn international wettbewerbsfähig machen, unsere Strompreise hier? Also, wie gesagt, auch mit dem gesunden Maß an Technologieoffenheit. Wir haben ja zurzeit die Situation, dass wir zum Beispiel auch beim Offshore-Bereich, da haben wir doch nahezu wettbewerbsfähige Strompreise. Ich habe nochmal nachgeschaut. In der letzten Runde liegen die Strompreise momentan irgendwo zwischen 9 und 10 Cent. Also wir haben, die Marktpreise haben sich fast verdoppelt. Im Übrigen wird das sich auch sehr positiv auswirken auf die Stromrechnung, weil natürlich dann die EEG-Umlage entsteht, wird sich nicht positiv, weil der Marktpreis höher ist, aber die EEG-Umlage geht ein Stückchen weit runter, weil der Marktpreis höher geworden ist. Also wir sind schon durch das Thema Technologieoffenheit und auch durch unsere Ziele, die wir uns gesteckt haben, werden wir ein Stückchen weit wettbewerbsfähig sein. Also wir waren ja in den letzten Jahren auch nicht immer wettbewerbsfähig. Wir haben ja höhere Strompreise als in anderen Ländern, das ist mir vollkommen klar. Es muss ja darum gehen, dass dieses Gap kleiner wird und dass es nicht größer wird, sondern dass wir den Status quo nicht von heute auf morgen ändern können, ist ja vollkommen klar und naheliegend. Aber ich halte nach wie vor, der größte Brocken wird, wenn man ehrlich ist, wird aus Offshore-Strom kommen müssen. Der ist momentan relativ wettbewerbsfähig. Der ist etwas teurer als Onshore-Strom. Er ist aber akzeptierter. Sie werden nie eine Politik gegen die Bevölkerung machen können. Deswegen mache ich mir dann auch gar nichts vor, auch wenn ich es mir wünsche. Aber wenn ich die Bevölkerung an der Stelle da, wenn sich Bevölkerung gegen Politik richtet, dann wird sich das am Ende nicht durchsetzen. Deswegen Vollgas für Offshore und natürlich auch für andere technologieoffene Dinge und für andere Technologien. Aber ich bin mir sicher, dass wir damit international wettbewerbsfähig bleiben kann. Herr Hüsemann, nochmal zu Ihnen. Sie sind ja, haben sich ja eben gerade schon sehr optimistisch darüber geäußert, dass die politischen, also die Minderungsziele, die Sie beschließen wollen, dass wir die eben auch einhalten können, trotz steigendem Strombedarfs und auch trotz der Abschaltung der Kernkraftwerke. Also woher nehmen Sie diesen Optimismus, dass diese Ziele auch dann tatsächlich zu erreichen sind? Erstmal in Ihrem Satz, Sie meinten sicherlich nicht die Abschaltung der Atomkraftwerke, weil es wohl nur noch Lingen ist, was wir abschalten, sondern die Abschaltung der Kohlekraftwerke, die definitiv ja den größten Strombrocken dann da zu ersetzen gilt. Tatsächlich glaube ich, dass wir in einem großen gesellschaftlichen Konsens auch bei Windkraftanlage onshore zu erheblichen Fortschritten kommen können an der Stelle. Mich irritiert die ganze Zeit das Wort, dass wir nicht wettbewerbsfähig sind bei dem Strom, weil tatsächlich, auch wenn die Wirtschaft bei uns nicht wettbewerbsfähig wäre, hätten wir eine andere Situation in Deutschland. Dass es Dinge gibt, die bei uns einen anderen Preis kosten als woanders. Das hat ausgelöst, dass die Industrie manche Dinge anders macht, als sie sie machen würden, wenn die Energie einen deutlich geringeren oder deutlich höheren Preis hätte. Deswegen, ich glaube an diese Bewegung. Ich glaube, dass sich unter diesen Bedingungen sich die Industrie auf den Weg machen kann. Das darf nicht ein Bruch sein. Ich bin optimistisch, weil ich glaube, dass die Notwendigkeit nicht nur bei den Grünen erkannt ist, sondern ich glaube, dass die Notwendigkeit schon längst auch in der Wirtschaft erkannt ist. Nur manche Dinge gehen nicht so schnell. Aber wenn wir das Vertrauen auch in der Wirtschaft dieses Landes wecken, dass auf diesem Weg wir zusammen eine Zukunft haben, dann glaube ich, dass nachher mehr Schub aus der Wirtschaft und aus den Unternehmen kommt, als Politiker es mit ihren Plänen machen können. Also ich bin da weiterhin zuversichtlich, ja definitiv, dass wir das schaffen. Allerdings sage ich auch, dass ich an ein paar Stellen einen Denkfehler empfinde. Wir diskutieren das nämlich so scharf auf dem Ziel, wir wollen eine 100-prozentige Stromversorgung aus Deutschland haben. Da wundere ich mich, reibe ich mir die Augen und denke, wir sind ein Land, das viele Produkte in alle Welt exportiert. Warum ist Desertec gestorben? Das Projekt in der Wüste mit Solarstrom, um daraus auch Wasserstoff zu machen. Da ist Interessen Europas, sind auch auf anderen Kontinenten und in anderen Ländern. Und wenn wir diese internationale Zusammenarbeit nicht in den Blick nehmen, dann wird auf die Dauer es auch da keine Zukunft geben. Weil das, was wir erzeugen in der Wirtschaft, muss irgendwo bezahlt werden. Ich bin Landwirt, ja, ich habe was gegen das Mercosur-Abkommen, weil die Argentinier mit ihrem Rindfleisch die Industrieprodukte aus Deutschland bezahlen sollen.
Ja, wir müssen auch anderen Ländern der Welt und auch günstigeren Regionen ein Exportprodukt lassen. Deswegen, wir können in Deutschland tun, was wir können, aber wir müssen Kooperation mit anderen Ländern, Europa, auch Südeuropa, aber ich denke durchaus auch Nordafrika wieder anfangen. Das Desertec ist damals gescheitert, weil man gesagt hat, das Stromkabel ist nicht sicher vor den politischen Wirren. Die Diskussion muss man nochmal führen. Sie sagten gerade, es gibt kaum jemanden, der das anders sieht. Und die breite Akzeptanz in den großen Parteien des Klimawandels ist jetzt angekommen. Es gibt ja wohl jemanden bzw. eine Partei, die das Ganze anders sieht. Herr Meiners, Sie möchten dem aktuellen Klimawandel positiv begegnen, schreibt die AfD in Ihrem Wahlprogramm. Wie kann man denn den Klimawandel positiv sehen? Ja, also den Klimawandel hat es in der Geschichte der Menschheit immer schon gegeben. Im Mittelalter hat es auch schon Kaltzeiten gegeben und die waren deutlich dramatischer, als das, was wir heute haben. Aber grundsätzlich ist ja das, worum es geht. Wir haben deutlich mehr Angst vor den Folgen einer völlig verfehlten Energiewende als vor dem Klimawandel. Wir sind ja nicht nur bei den Energiepreisen in Deutschland spitze. Wir haben ja auch zunehmend das Problem, dass unser Stromnetz instabil wird. Das Stromnetz braucht eine konstante Frequenz von etwa 50 Hertz. Da können wir nur gleich nach oben und nach unten hin abweichen. Wenn wir aber in einem Moment viele Abnehmer haben und wenig, was eingespeist wird, Wind und Solar ist ja nun mal nicht steuerbar, dann sinkt die Herzfrequenz und dann kann das ganz schnell dazu kommen, dass es großflächig zu Stromausfällen geht, die im Extremfall ganz Europa betreffen werden. Und sollte dieser Fall tatsächlich einmal eintreten, dann haben wir in Europa bis zu 2 Wochen keinen Strom mehr, weil es extrem aufwendig ist, Kraftwerke anschließend wieder zu synchronisieren, dass die in derselben Herzfrequenz einspeichern. Das ist ein Riesenproblem, was in der Öffentlichkeit größtenteils totgeschwiegen wird. Was planen Sie denn da konkret, um dem Klimawandel ja positiv zu begegnen, um die Energiewende zu schultern, wie Sie sagen, die Sie ja dann doch wollen oder mitmachen? Wie können wir das genau verstehen? Was die erneuerbaren Energien angeht, die einzigen, die relativ problemlos sind, ist einmal die Wasserkraft. Das Problem ist, sind die Ausbaumöglichkeiten sehr begrenzt. Dann Biogas, da haben wir aber ein ähnliches Problem. Auch da sind die Ausbaumöglichkeiten sehr begrenzt. Ansonsten kommen wir irgendwann in das Problem der Monokultur. Wind und Solar sind in keinster Weise steuerbar und dazu stellt sich zudem noch das Problem der späteren Entsorgung, also die großen Flügel von den Windrädern, da hat man heute ja überhaupt noch keine Idee, wie man die später überhaupt entsorgen will. Noch nicht, da sind wir wieder beim Thema Innovationstätigkeit der Unternehmen, die wir hier ja auch wirklich in der Region ja. haben. Wir kommen noch mal zum Thema, wir bleiben beim Darf Thema. Ich noch ganz kurz? Wenn es um Innovation geht, es gibt ja auch durchaus andere Möglichkeiten. Atomkraft, das wird ja mittlerweile bei uns ziemlich verteufelt. Aber es gibt ja mittlerweile auch schon Entwicklungen Richtung dritte und vierte Generation der Reaktortechnik. Da reden wir von Flüssigsalzreaktoren und Thoriumtechnik. Da stellt sich auch die Gefahr eines Supergaus nicht mehr und auch das Müllproblem. Die Halbwertszeit von dem Scheiß, der da am Ende rauskommt, das beträgt noch einige hundert Jahre und nicht mehr einige hunderttausend Jahre. Also das ist zumindest ein Bereich, da sollte mal ernsthaft diskutiert werden, anstatt einfach zu sagen, das ist Atompfui, da wollen wir nichts mehr zu tun haben. Man muss über so etwas reden können. Klimapolitik, Verkehrspolitik steht in engem Zusammenhang. Wir machen so einen kleinen Bogen und schauen jetzt noch etwas intensiver hier auf unsere Region. Wenn wir ja alle dann nicht mehr so viel Auto fahren sollen, ja, dann brauchen wir natürlich einen starken und verlässlichen Schienenverkehr. Wir müssen sicherstellen, dass wir trotzdem noch bequem und schnell von A nach B kommen. Aktuell ist hier in der Grafschaft der Ausbau der Schienenstrecke, ja, da gibt es Lücken, da ist noch viel Bedarf. Vor allen Dingen in Richtung Nordhorn, von Nordhorn Richtung Emlichheim und in die Niederlande. Das ist ein wichtiges Thema hier in der Region. Die Entscheidung über eine Förderung fällt ja aber auch unter anderem in Berlin. Also was wollen Sie dafür tun, um diesen Ausbau zu beschleunigen? Vielleicht nochmal Frau Dr. de Ridder. Sehr gerne. Dass Nordhorn wieder ans Schienennetz angeschlossen ist, ist im Übrigen Verdienst
langjähriger Tätigkeit der SPD hier vor Ort. Das wird gerade auch jemand wie Joachim Behrens, der nickt schon, wissen. Und genau das ist der Punkt, da jetzt an diese vergangenen Erfolge anzuknüpfen und das eben auch weiterzuführen. Ich glaube, dass in der Tat, und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass wir jetzt endlich auf das Thema Mobilität oder vielleicht auch Sektorenkoppelung kommen, dass Sie das aufgreifen, weil das hängt unmittelbar damit zusammen. Ich würde mir wünschen, ich bin überzeugte Bahnfahrerin, dass wir das noch stärker alimentieren, dass wir auch wieder Strecken, Führungen, Sie haben das schon angesprochen, Richtung Emlichheim, aber auch Kuhworden und gerne auch darüber hinaus nutzen können. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wir gerade bei der Nutzung der Bahn das nochmal deutlich alimentieren. Wir tun das schon beispielsweise bei Studierenden, die dann irgendwie über die Reichweiten, über ihre Netzkarten das auch entsprechend nutzen können. Aber ein Effekt, liebe Frau Buletta, ist ja auch gerade bei der Energiepolitik, dass wir nicht nur innovativ denken und keineswegs in Verboten, sondern wirklich überlegen, wo haben wir auch noch Einsparpotenziale. Wie gesagt, wir haben das ja nicht nur bei der Bürokratie. Wir können auch überlegen, welche Nutzungspotenziale haben wir da und wie können wir das nutzen. Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Wir sind da ja auch immer wieder im Gespräch, auch was dort innovative Technologien angeht, die eben wirklich sehr umweltschonend sind. Und das hieße aber auch, eben hat jemand was gesagt von Bevölkerung mitnehmen, etwa bei steigenden Heizkosten oder so etwas. Aber da geht es auch um Mobilitätskosten. Und das müssen wir im Blick haben, wenn wir umbauen und alimentieren. Und möglicherweise heißt es dann auch, aber das tun auch viele gerne. Ja, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie die Subventionierung des Lastenfahrrads ein Beispiel für mehr Mobilität in der Fläche ist. Ich glaube, das müssen wir uns, glaube ich, auch nochmal vornehmen, nämlich eine große Differenzierung. Leute fahren ja viel Strecke. Ja, gerade in den ländlichen Räumen, das ist wichtig, dass wir das auch, gerade wenn es um unseren Wahlkreis hier geht, also ich fahre zum Teil lange, lange Strecken, ich würde die sehr gerne alle mit der Bahn machen. Dafür müssen wir aber auch den Takt nochmal erhöhen. Wir sind da schon, glaube ich, sehr gut, aber wir leben nicht nur von Schülertransporten, sondern wir müssen dies auch nochmal stärker beanreizen. Und ich glaube, an die gute Arbeit der Vergangenheit nochmal anzuschließen und zu reaktivieren, das ist ein Programm nicht nur, was der Bund, sondern was der Bund in Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen auch vorantreiben muss. Herr Stegemann, Sie nicken? Zustimmung? Ja, an der Stelle, ja, Zustimmung, sogar die Zustimmung, dass Gerd Will als Sozialdemokrat daran maßgeblich mitgearbeitet hat. Aber dann muss man auch Reinhold Hilbers nennen, weil der hat sich nicht weniger dafür eingesetzt. Das ist mir dann an der Stelle auch nochmal wichtig. Aber das zeigt, dass wenn es wirklich eine Priorität für die Region gibt, dann erkennen wir die. Und selbstverständlich wird das auch von mir unterstützt. Also wenn es dort Steine, Hindernisse in Berlin gibt, die dieses Projekt in irgendeiner Weise aufhalten können, dann werde ich alles dafür tun, um diese Steine dann auch wegzuräumen. Also kann ich hier schon mal Joachim hundertprozentige Unterstützung zusichern. Das weißt du aber auch bei anderen Infrastrukturprojekten. Das waren wir als Union immer, die E233, die muss jetzt schnell kommen. Wir wissen, welche positiven Impulse von einer vernünftigen Infrastrukturanbindung ausgehen, aber auch der Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals haben wir ja auch gut vorangebracht. Also von daher volle Unterstützung für eine vernünftige Infrastruktur. Sie... Es geht jetzt nicht um den Minister, es geht jetzt um die Projekte. Herr Beek, um nicht Ihnen missverstanden zu werden, ich lasse mich auch immer sehr gern von Herrn Behrens einladen und ich freue mich genauso darüber, dass wir hier mehr schienengebundenen Nahverkehr haben. Aber das führt ja nicht zu dem zentralen Thema. 2018 hatten wir alle die Einladung von Berlin nach München mit dem Zug zu fahren, weil die Schnellstrecke, die, ich glaube, 1991 per Bundesgesetz beschlossen ist, als eins der Verkehrsprojekte Herstellung der deutschen Einheit im Jahr 2018 fertig war. Da ist er nur einmal gefahren, da musste man noch ein bisschen was nachmachen und dann so, aber da reden wir von 27 Jahren. Wenn wir zwischen Hannover und Hamburg eine Autobahn nicht neu bauen, sondern nur sanieren wollen, reden wir von 10 Jahren. So schreiben wir das schon aus. So, und dann muss man einfach mal fragen, wenn uns beispielsweise der Geschäftsführer der Bundesautobahngesellschaft jetzt sagt, wir haben 27.000 Autobahnbrücken in Deutschland, 3.000 davon sind schwer sanierungsbedürftig. Zwei, die zentral Deutschland mit Skandinavien verbinden, werden 2026 außer Betrieb genommen, ob wir Ersatz haben oder nicht. Dann muss man mal darüber nachdenken, ob denn Ersatzbauten von solchen Brücken
ein komplettes Genehmigungsverfahren durchlaufen müssen, was sie derzeit müssen, wenn man die Brücke technisch anders baut, als sie vor 60 Jahren gebaut worden ist. Oder ob wir jetzt mal im Bund festlegen, dass die Ersatzbrücke für die Autobahn gebaut werden kann. Und zwar nach aktuellem technischen Standard. Und wir müssen, und das hat Daniela vorhin mit so einem kleinen Satz angedeutet, wir müssen darüber reden, wie wir eigentlich Planungsverfahren in Rechtssicherheit bringen. Und dann kann man sagen, die Niederländer machen nicht alles besser als wir und wir müssen uns nicht alles abgucken, aber dass wir jedenfalls dann, wenn Bundestag oder Landtage solche von nationalem Interesse beseienden Infrastrukturprojekte beschließen und das an sich ziehen, dass wir dann eine Instanz haben, nämlich ein Gericht und keinen Instanzenzug mehr, bei dem alle konzentriert ihre Eingaben angeben müssen und wir damit mal eine Chance haben, nach einem, nach zwei Jahren Planungsrecht zu haben und anzufangen, das wäre doch mal ein erster Anfang, der fehlt allerdings. Und wenn wir es dann noch schaffen, dass wir in der Bauwirtschaft, sind wir leider von 1,45 Millionen Arbeitnehmern von vor 10 Jahren auf 750.000, jetzt wieder auf 850.000 gekommen, wenn wir es dann noch schaffen, diese wenigen Fachkräfte, die wir dann noch haben, zu aktivieren, indem wir wenigstens flexibler im Einverständnis mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die das zum Teil wollen, was am Arbeitszeitgesetz machen, wenn wir solche Strukturen aufbrechen, dann kommen wir in diesem Land auch wieder voran. Wenn wir immer nur sagen, ja, wir könnten hier und da ein bisschen nachschärfen und wir kommen nicht dazu, jetzt einen deutlichen Aufbruch auch in unserer Rechtsordnung zu machen, die sehr verkrustet ist, dann wird auch die nächste Wahlperiode uns nicht weiterbringen. Sind wir wieder beim riesigen Verwaltungsapparat, beim Bürokratiemonster, über das wir schon so viel gesprochen haben. Ist das auch der Grund dafür, warum wir immer noch nicht flächendeckend Breitbandnetze zur Verfügung haben, hier in der Region, Grafschaft Bentheim, Emsland. Da gibt es immer noch riesige Rückstände. Das ist ein Problem für einige Unternehmen. Was wollen Sie da tun, um diese Rückstände aufzuholen? Und warum dauert das so lange? Herr Stegemann. Also ich glaube, dass wir beim Breitband wirklich riesige Schritte vollzogen haben. Wir haben da ja richtig massiv Geld in die Hand genommen. Wir haben eine ganz tolle Breitbandgesellschaft hier in der Grafschaft im Emsland. Die haben das überwiegend selbst organisiert. Wir haben dort massiv unterstützt. Warum es länger dauert? Wir haben in der Tat Probleme, weil sie ja wirklich auch Infrastruktur aufbauen müssen und dafür auch Firmen zu finden, die das am Ende auch zeitnah erledigen. Aber ich glaube, dass wir wirklich beim Breitbandausbau schon viel geleistet haben. Dort mag es noch einige weiße Flecken geben, aber keine großen weißen Flecken mehr. Das haben wir längst bewältigt. Wo ich Fehler bzw. Fehler einräumen würde, wenn ich es denn müsste, dann wäre es beim Mobilfunk. Dort haben wir auch 1,1 Milliarden Euro in die Hand genommen, um den Mobilfunkausbau auszubessern. Aber wenn, ich sage jetzt mal, die Infrastruktur des Mobilfunks war von Grund auf fehlkonstruiert. Das hat man auch irgendwann erkannt, aber deswegen ist es sehr, sehr mühsam, jetzt diese weißen Flecken im Mobilfunk zu schließen. Für die künftige Bundesregierung wünsche ich mir dort nochmal deutliche Anhebungen des Budgets, um beim Mobilfunk voranzukommen. Mobilfunk ist für unsere Region das weitaus größere Problem, nicht mehr der Breitbandausbau und wir treiben ja die weißen Flecken, die noch da sind, die werden jetzt auch demnächst geschlossen. Da sind Sie sich ganz sicher. Und Sie nicken zustimmend? Ich bin der gleichen Hoffnung. Ich würde nur die Gründe für die Fehler, die Sie ausgemacht haben, nochmal anders skizzieren wollen. Sehen Sie, ich habe eben schon einmal angesprochen, dass Frau Karliczek ja gesagt hat, es müsse nicht an jeder Milchkanne 3G irgendwie oder 5G geliefert werden. Furchtbar. Was für eine Haltung. Mit so einem fehlenden politischen Willen kommt man nicht zum digitalen Ausbau. Das war sicher auch eine Frage, die man nochmal. Also ich glaube, dass Frau Karliczek inzwischen bereut, das so gesagt zu haben. Und das hat ja auch für viel Spott in der Bundesregierung geführt. Und dass sie da ihre Haltung sicher auch revidieren wird, glaube ich schon auch. Aber Sie haben völlig recht, die Telefonie macht uns weiterhin Sorgen. Das hat aber zum Teil auch mit monopolistischen Strukturen zu tun. Sie müssen auch Anbieter haben, die bereit sind, bis ins letzte Dorf, bis an den letzten Weiler, bis zum letzten Hof das Glasfasernetz zu legen. Und da wird selber mit dem Trecker noch die Erde, ausgehoben, damit Dienstleister kommen kann. Und das ist eben ein Beispiel dafür, Frau Buletta, warum der Markt eben nicht alles regelt. Wenn Sie monopolistische Strukturen haben, müssen Sie politisch steuern und flankieren. Und das unterscheidet mich eben von den beiden Herren, die mich hier gerne flankieren. Ich finde das ausgesprochen spannend, da immer zuzuhören. Ich frage mich bei Herrn Beek, was wir alles an Bürokratieabbau erhalten hätten. Hätte Herr Lindner den Sprung in die Verantwortung gewagt, vielleicht tut das ja diesmal.
Aber sehen Sie, da muss man intervenieren. Und da muss man auch den politischen Willen an den Tag legen und sagen, es gibt eben dann solche Verträge, wo eben solche Monopolisten dann eben auch gucken, abgestimmt natürlich, sie können nicht einmal aufbuddeln, wieder zumachen, das nächste Kabel legen. Das muss dann klug gemacht werden, damit man nicht dort, das im Übrigen Effizienz, ja, nicht immer wieder aufbuddeln, Kabel legen und dann möglicherweise, wenn was Neues kommt, nochmal das Ganze, sondern wirklich strategisch, planvoll und zusammen und synergetisch. Herr Beek, bevor Sie antworten, einen Hinweis noch ans Publikum. Die letzte Fragerunde steht gleich kurz bevor. Wenn Sie noch Fragen notieren möchten, machen Sie das bitte jetzt. Die Fragerunde starten wir gleich nach Herrn Beeks Antwort. Dauert gar nicht lange, geht nur darum, wie ich die Ziele, die ich habe, erreiche und das, was in den letzten 4 Jahren gemacht worden ist. Wir hatten eine 5G-Frequenzauktion. Und diese Bundesregierung hat diese Auktion gefahren unter dem Gesichtspunkt, möglichst viel Geld einzunehmen in dieser Auktion und hat dann später versprochen, das Geld für den Ausbau einzusetzen. Hätte man es intelligent gemacht, lieber Daniel, hätte man gesteuert, indem man gesagt hätte, ihr bekommt diese Frequenzen. Und für den sehr schnellen Ausbau von 80-90% der Bevölkerung 5G und dem absolut verlässlichen, flächigen Ausbau von 4G innerhalb von 2 bis 3 Jahren sind die Dinger umsonst. Schafft ihr das nicht, zahlt ihr Milliarden. Stattdessen setzt man auf einen Umverteilungsmechanismus. Wir nehmen es erstmal beim Bund rein. Wenn der Bund das dann über die Länder und andere ausgeben will, kommt man in jede Menge europäische Vorgaben, kriegt es überhaupt nicht auf die Spur. Es hat ein ganz einfaches System gegeben. Wir verzichten auf Geld und nur wenn ihr die von uns definierten Ausbauziele nicht erreicht, dann zahlt ihr. Dann wären wir jetzt deutlich weiter und ich müsste nicht jedes Mal, wenn ich durch Neuenhaus, Bentheim und Uelzen fahre, mich damit abfinden, im niederländischen Netz zu sein. Dankeschön, Herr Hesse. 2 Fragen aus dem Publikum kommen noch zum Schluss. Transrapid-Technologie sollte im Emsland wieder aktiv werden. Bitte, bitte keine Denkverbote an dieser Stelle. Was denken Sie über die Transrapid-Technologie? Frage an die Runde. Transrapid fährt in China, ist genauso wie Photovoltaik und wie Windkraftanlagen gutes Beispiel dafür, dass wir hier tolle Ideen haben, die in die technische Serienreife bringen und danach nichts mehr davon haben. Also selbst bei der Windkraft muss Siemens sich mit Gamesa zusammenschließen und ist trotzdem nicht so erfolgreich wie die beiden anderen Großen im Wettbewerb. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie es schief geht. Jetzt ist die Transrapid-Technik für uns vermutlich abgefahren, weil die Chinesen das wesentlich besser produzieren können als wir. Aber die nächste Evolutionsstufe steht an, nämlich der Hyperloop. Und für den Hyperloop fehlt weltweit die Teststrecke. Die gibt es auch in China nicht und auch in China kann man sie nicht bauen, weswegen die Chinesen hohes Interesse daran haben, dass wir in Laden möglicherweise etwas zur Verfügung stellen, was viel mehr ist als das, was die Niederländer haben. Und da gibt es noch andere, die sich da schwer für interessieren, weil es eine solche Struktur nirgends gibt und wir könnten unsere nutzen. Und jetzt, darf ich das überhaupt sagen? Wahrscheinlich nicht. Also jedenfalls ist das, was die Bundesregierung derzeit betreibt, immer noch der Rückbau dessen, was wir dort haben, statt das Schöpfen der Potenziale. Na, wir können ja, ich habe gerade schriftliche Anfragen gestellt. Sobald ich die Antwort habe, reiche ich das nach. Fest steht, Hyperloop ist etwas, wo wir hochtechnologisch große Chancen haben und wir können dazu einen bestehenden schnellen Beitrag leisten. Nirgendwo auf der Welt wird man eine solche Teststrecke in einem 3- bis 5-Jahres-Zeitraum bauen können. Wir haben sie schon und müssen sie nur umrüsten. Nutzen wir das. Und auch die letzte Frage gehört dem Publikum. Wer von Ihnen ist zu dieser Veranstaltung mit öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen? Ganz kurz. Ich komme aus Ringe, da gibt es das nicht. Frau Dritter, Frau Dr. Dritter, Sie auch nicht? Herr Beek? Ich war heute Morgen in Lingen, dann in Uelzen, dann wieder in Lingen. Jetzt bin ich in Nordhorn und gleich wieder in Lingen. Wenn Sie mir sagen, wie ich das mit ÖPNV hier mache, dann mache ich das nächste Mal. Ansonsten fahre ich sehr gerne Bahn. Herr Meiners? Also ich bin auch mit Auto gekommen. Die nächste Bushaltestelle, ich glaube, die ist schon einige Kilometer weg. Und der nächste Bahnhof, der ist in Osterburg am anderen Ende der Gemeinde. Ich habe es zweimal mit dem Fahrrad probiert und einmal mit dem Auto. Zweimal mit dem Fahrrad probiert und einmal mit dem Auto? Ich hatte etwas vergessen und ich bin mit dem Fahrrad wieder nach Hause gefahren. Ich habe schon.
Ja, derjenige, der diese Karte geschrieben hat, ist davon ausgegangen, dass wahrscheinlich niemand mit öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen ist. Er hatte recht. Die Debatte hierüber. Aber ich vermute, ja, okay, aber ich vermute der auch, Versuch war. Ich habe einen Standortvorteil, aber Herr Behrens ist doch sicher mit der Bahn gekommen. Die Debatte hierüber, die Debatte darüber ist eine Sonntagsrede. Es sind Sonntagsreden, schreibt der oder diejenige. Die Zukunft wird nur neue Technik mit selbstfahrenden Bussen sein. Technik wird schlauer sein als Politik und das tröstet ihn. Fühlt sich jemand berufen, noch auf dieses Statement einzugehen? Also möchten Sie noch näher darauf eingehen? Wenn das ein Trost ist, dass Technologie klüger ist als Politik, dann gehe ich hier ganz erschrocken raus. Das will ich ganz deutlich sagen, weil vielleicht, wenn wir in einer perfekten Welt leben würden, würde es keine Politikerinnen und Politiker brauchen. Tun wir aber leider nicht. Und wir übernehmen ja auch jede Menge Verantwortung für das, was sich in der Welt entwickelt. Und das tun wir, auch wenn wir dafür zum Teil gescholten werden, zum Teil arg kritisiert werden, manchmal sogar bedroht werden. Auch das gibt es leider in unserem Land. Und ich glaube, liebe Frau Buletta, am Ende ersetzt dann doch nichts den Faktor Mensch. Aber das Gute und Tröstliche ist, dass wir eine gute technologische Entwicklung haben, an die wir die meisten von uns doch glauben, dank der guten Unternehmen, die es auch in unserem Land gibt. Aber am Ende, wer das dann managen darf, wer die Entscheidung fällen darf, ist eine Wählerinnen- und Wählerentscheidung. Ja, nach und welchen, das hat doch was Positives. Nach welchen politischen Rahmenbedingungen und Prinzipien Deutschlands Unternehmen dann künftig wirtschaften, das entscheidet sich in 18 Tagen. Danke an alle Kandidaten für die lebhafte Diskussion und dass Sie heute hier unsere Gäste waren. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall schon mal alles Gute, ganz egal, wie die Wahl am Ende ausgehen wird. Ja, und vergessen sollten wir alle nicht, dass ein Wahlprogramm ist und eben noch lange kein Koalitionsvertrag. Und damit übergebe ich an den Vorstandsvorsitzenden der Wirtschaftsvereinigung der Grafschaft Bentheim, Klaas Johanning, und den Vorsitzenden des Wirtschaftsverbandes Emsland, Ulrich Boll, für die Schlussworte. Vielen Dank. So. Ja, gut. Erstmal vielen Dank an die Herrschaften auf dem Podium. Und bevor wir das ganz vergessen, ganz herzlichen Dank, Frau Buletta, für Ihre Moderation. Wirklich, ich fand es wirklich toll. Nachgefasst, nachgehakt, auch mal ein bisschen in die Zange genommen. Ich fand es sehr schön. Vielen Dank dafür. Großartig gemacht. Ja. Genau, Applaus ist da gern genommen. So, was nehmen wir aus dem Abend mit? Ja, erstmal ging es los mit ein bisschen Corona. Und ja, bei aller berechtigter Kritik, die es da an ganz vielen Maßnahmen und an ganz vielen Ecken und Enden gibt, muss ich doch sagen, Corona hat für mich gezeigt, dass es manchmal Situationen gibt, und das kennen wir als Unternehmer alle, wo ich in unbestimmter Lage, ohne genaue Kenntnis, was ist da eigentlich gerade, gezwungen bin, Entscheidungen zu fällen. Und als es losging mit Corona, habe ich ehrlich gesagt niemanden beneidet, der da in Berlin saß und dann von der Presse gefragt wurde, entscheidet mal, was machen wir denn jetzt? Und da muss ich sagen, bin ich froh, dass es dort Vertreter gab, die den Hintern in der Hose hatten, um es mal freundlich auszudrücken, und wirklich Entscheidungen zu fällen. Im Wissen, dass viele dieser Entscheidungen möglicherweise auch falsch sind oder mindestens mal nicht optimal. Und dieses Kreuz muss man erstmal haben, hinzugehen und in einer solchen Situation zu entscheiden. Interessant fand ich in der Situation auch, dass zahlreiche Vertreter, von denen man sonst immer ganz viel hört, wie die Welt besser laufen könnte, in der ersten Lockdown-Situation und am Beginn der Pandemie komplett abgetaucht waren. Da hat man nichts gehört. Die kamen dann einige Zeit später wieder raus, als man sagen konnte, was alles falsch war. Aber in der Situation, als es zu entscheiden galt, hat man da sehr wenig gehört. Von daher muss ich schon sagen, Hut ab vor denjenigen, die dort gemeinsam entschieden haben.
ob in Regierungsverantwortung oder auch gemeinsam mit Koalitions- oder mit Oppositionsparteien. Da habe ich schon gesagt, Hut ab, auch wenn sicherlich viele Maßnahmen noch zu diskutieren sind. Aber in einer solchen Situation kann man nicht nur richtig entscheiden. Und das wissen wir alle als Unternehmer, dass man manchmal froh ist, wenn man 51% richtige Entscheidungen trifft. Gut, nichtsdestotrotz gibt es sicherlich auch viel zu kritisieren. Aber kommen wir mal weg von Corona. Interessant heute Abend fand ich eigentlich am ehesten die Frage an diejenigen, die schon in Berlin sitzen. Was habt ihr denn eigentlich so gemacht an Bürokratieabbau und an Steuererleichterung? Und da fand ich es interessant, dass auf diese ganz konkrete Frage gar keine konkrete Antwort kam. Eine interessante Antwort fand ich, Steuerrecht ist halt echt hochkompliziert. Da habe ich mich kurz gefragt, ja, wer ist denn dann gefragt, das zu ändern? Könnte man mal in Richtung der Großen Koalition schauen. Aber gut, Steuerrecht ist tatsächlich hochkompliziert. Und der Bürokratieabbau ist ein Ding, das uns alle umtreibt, tagtäglich. Ich hätte mir gerne noch ein paar Beispiele gewünscht, nicht aus dem Planungsrecht, wie man dem Staat die Planung erleichtern kann. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, da bin ich vollkommen dabei. Aber ein paar konkretere Beispiele, wie man uns tatsächlich die Arbeit erleichtern kann. Und dann kam das schöne Beispiel Corona-Mehrwertsteuerabsenkung. An dieser Stelle darf ich einen ganz herzlichen Gruß aus unserer Buchhaltung ausrichten. Ich werde diesen Gruß hier aber nicht wortwörtlich wiedergeben, das wäre dann im justiziablen Bereich wahrscheinlich. Also das war wirklich ein Bock, der uns da eingeschenkt wurde. Und ich behaupte, der volkswirtschaftliche Nutzen ging nicht nur gegen Null, der war definitiv im negativen Bereich. Das war irrsinnig. Das war der blanke Irrsinn für uns als Unternehmer. Ich weiß nicht, wie viele Unternehmen dort wirklich profitiert haben. Ich kann es aus meinem Unternehmen sagen, definitiv außer Arbeit und Spesen nichts gewesen. Gut, aber das dazu. Was mir dabei aufgefallen ist, ist auch das Thema EEG kam zur Sprache. Ist für mich auch immer wieder ein spannendes Thema, wenn es auch ums Thema Bürokratieabbau geht. Wir haben hier von der Wirtschaftsvereinigung schon vor Jahren so eine Tapete, nennen wir das intern immer. Das ist ein Verzeichnis, da sind alle energierechtlichen Meldefristen aufgelöst, die es so gibt für Unternehmen in allen Bereichen, von Schienenbahn über produzierende Unternehmen, alles Mögliche, ist aufgelistet, wann im Jahr ich welche Meldefrist einhalten muss und was ich bei welcher Behörde melden muss. Thema, wie vielen Behörden melde ich, wie viel Strom ich verbraucht habe. Ich kann jedes Jahr am Ende dieser Meldungen, weiß ich unsere Stromverbräuche auf die Zahl genau, weil ich es an zig Stellen geben musste. Diese Liste ist, ich weiß gar nicht, Meter lang in Schriftgröße 8. Und daran hat sich nach meinem Verständnis in den letzten Jahren gar nichts geändert. Wir haben in unserem Unternehmen zwei Standorte, die eigentlich genau das Gleiche machen. An einem Standort haben wir die Möglichkeit, die EEG-Erleichterung in Anspruch zu nehmen, an anderen nicht. Plausibel erklären kann ich das meinen Mitarbeitern auch nicht, aber es liegt halt in der Natur des Gesetzes. Ja, so ist das mit unserer Bürokratie und wir hoffen alle darauf, dass das abnimmt. Aber ich möchte mal den Blick ein bisschen weiten und ein bisschen mehr auf die Zukunft schauen und auf die Zukunftstrends. Und ein ganz wichtiger hat uns hier herumgetrieben. Ja, einige haben uns in der Vergangenheit umgetrieben und treiben uns immer noch rum. Und die zeigen uns so ein bisschen, dass wir in Deutschland manchmal so auf so einem leicht erhobenen Ross sitzen und schnell mal Dinge abtun als Quatsch, als Hirngespinste. Reden wir mal vom Thema Digitalisierung. Da war es vielleicht so, dass einfach am Ende der 90er Jahre, als irgendwann so mal so ein Ding wie Internet aufkam, da war die Telekom vielleicht, hatte noch nicht so ganz den Atem des Wettbewerbs im Nacken. Also da haben wir gesehen, wie so eine Privatisierung öffentlicher Netze vielleicht nicht immer ganz optimal läuft. Jedenfalls, das ist ein Thema, ja, das ist also in Deutschland nicht gerade an der Spitze, muss man sagen. Dann kam ein anderes Thema auf. Jahrelang haben wir aus Wolfsburg, aus Stuttgart, aus München gehört, Autos kann man überhaupt nicht mit Strom antreiben. Das ist ein Hirngespinst, das ist Blödsinn. Das kann überhaupt gar nicht funktionieren. Haben wir jahrelang gehört. Plötzlich kommt irgendein durchgeknallter Internet-Milliardär im Silicon Valley um die Ecke. Der hat das einfach nicht gewusst, dass das nicht geht und hat das dann gemacht. Und plötzlich treibt irgendein Vogel, der in seinem Leben noch nie ein Auto gebaut hat, die großen Autokonzerne vor sich her und die können nur noch reagieren. Die müssen hinterher schwimmen und versuchen, vor die Welle zu kommen. Und jetzt so langsam habe ich den Eindruck, dass wir auch in Deutschland vor diese Welle kommen oder zumindest mal obendrauf und so langsam auch anfangen, in dem Bereich wettbewerbsfähig zu werden. Hätten wir aber da nicht den Druck von außen gekriegt, diesen Wettbewerb
dann würden wir noch heute glauben, dass ein Auto nicht mit Strom fahren kann. Und ich glaube, den nächsten Trend, den sollten wir aufpassen, dass wir den nicht verschlafen. Wir haben hier ganz viel über das Thema Energiewende gesprochen. Und darüber, dass beispielsweise schon das Beispiel gefallen, Strom aus Windkraft, Strom aus Sonnenenergie, haben wir hier wirklich innovative Unternehmen. Ja, wir haben sie noch. Wir haben große innovative Unternehmen gehabt. Die Technologie wird jetzt aber woanders gebaut. Nicht zu vergessen, dass in diesen Feldern mitunter mehr Arbeitskräfte verloren oder Arbeitsplätze verloren gegangen sind, als es in der Braunkohle noch der Fall sein wird. So, und jetzt stehen wir vor dem nächsten Punkt. Unsere Energieversorgung muss sich verändern. Und da bin ich jetzt nicht ganz mit Ihnen, Herr Göbel, einer Meinung. Ich glaube nicht, wir sollten uns darüber Gedanken machen, wie wir Ziele verwässern können, wie wir die vielleicht noch rausschieben können, wie wir das reduzieren können, ja, um so Last. Das ist das übliche Deutsche. Ja, Veränderung wollen wir, aber bitte nicht so schnell und macht mal langsam an. Wenn wir darauf setzen, dann kommt irgendwann wieder der Druck von außen. Wie VW jetzt plötzlich feststellt, dass sie mit Verbrennern in China nicht mehr unbedingt viel reißen können, weil auch die Chinesen inzwischen sagen, wir wollen Elektromobilität. Und genauso wird es in der Energieversorgung auch sein. Wir müssen sehen, dass wir dort Vorreiter sind. Wir müssen sehen, dass wir es schaffen, eine Energieversorgung auf neue Füße zu stellen. Und zwar ohne bürokratische Hürden oder mit möglichst geringen bürokratischen Hürden. Dieser Melderegister, das ist das viel größere Problem aus meiner Sicht für die Unternehmen, als dass der Strom durch die EEG verteuert ist. Das ist auch ein sehr großes Problem. Ich glaube aber, dass wir in ein paar Jahren oder in ein paar Jahrzehnten vielleicht mit unseren Kindern darüber sprechen müssen, warum die eine AEG zahlen müssen, nämlich eine alte Energienabgabe, damit wir noch unseren Atommüll und unsere Braunkohlekraftwerke irgendwie weiter verknusert kriegen, denn die Folgekosten sind im Strompreis nicht drin gewesen. So, ich glaube also, wir müssen sehen, dass wir diese Chancen nutzen, dass Sie als politische Akteure Rahmen setzen, damit Unternehmen handeln können und Unternehmen in der Lage sind, Business Cases darauf zu setzen. Ob es jetzt dezentrale Versorgungsstrategien sind, wie wir mit dem Wasserstoffprojekt in Lingen sehen, oder aber auch zentrale, also sprich große Windkraftanlagen, Umspeisung, Wasserstofferzeugung, diese Themen, oder aber vielmehr auch dezentrale Energieversorgung. Denn das kann Netze wirklich entlasten. Da gibt es zum Beispiel eine interessante Initiative in und um Bad Bentheim, wo solche Dinge mal angedacht werden. Die ist gerade im Werden, das haben wir neulich gesehen, sehr spannend. Dort habe ich übrigens auch erfahren, dass die arabischen Staaten inzwischen sehr stark dabei sind, Elektrolyseure aufzubauen und Wasserstoff herzustellen. Weil die sind offenbar intelligent genug zu sagen, na gut, Öl, mal gucken, wie lange wir damit noch Geld verdienen können, aber Sonne haben wir mehr als genug. Das läuft dort. Und wenn ich dann höre, dass wir das Schreckgespenst haben, um Gottes Willen, wir können uns ja gar nicht mit so viel Energie versorgen, wie wir brauchen. Ja, das können wir schon heute nicht. Wir sind kein autark lebendes Land, was die Energie betrifft. Das heißt, wir müssen uns auch über Modelle Gedanken machen, wie können wir Energie in umweltfreundlicher Form importieren? Wie können da Business Cases aussehen? All das sind Fragen, mit denen dürfen Sie sich in den nächsten Jahren rumschlagen. Ich bin gespannt, in welcher Konstellation. Ich glaube, wenige Bundestagswahlen waren so spannend wie diese. Denn wenn man mal so durchgeht, welche Länderflaggen da alle so im Moment wehen in den Gazetten, die möglicherweise sein könnten oder auch nicht, und dann wechselt das auch noch wöchentlich. Da bin ich sehr gespannt. Und da möchte ich noch ganz zum Schluss jetzt eine Hoffnung mit auf den Weg geben. Nämlich, egal welche Konstellation es wird, ich hoffe, sie wird noch in diesem Jahr. Und nicht so ein Gehänge und Gewürge wie nach der letzten Bundestagswahl. Und ich glaube, dieses Mal wird es noch komplizierter. Ich hoffe also, dass wir, vielleicht zum Jahreswechsel schon mal ungefähr wissen, wer unser nächster Bundeskanzler, wer unsere nächste Bundeskanzlerin wird. Ihnen allen wünsche ich für den Wahlkampf weiterhin Erfolg und Gesundheit. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und jetzt darf ich noch einmal das Mikro weitergeben, und zwar an meinen Kollegen Uli Boll vom Wirtschaftsverband Emsland. Vielen Dank bis hierher von meiner Seite. Ja, danke, lieber Herr Johanning. Liebe Kandidaten, herzlichen Dank. Liebe Kandidaten, liebe Kandidatinnen, herzlichen Dank für die Diskussion hier. Liebe Gäste, ich hoffe, es war ein spannender Abend. Mit aus und vielleicht auch ein bisschen aufschlussreich. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß immer noch nicht viel weiter. Aber wir haben ja noch 2 Wochen Zeit, um für uns die richtige Entscheidung zu treffen. Ich möchte mich an der Stelle bei der IHK bedanken, lieber Uwe Göbel,
aber hier besonders an den Organisatoren, lieber Herr Ettrich, dass das hier so schön und so sauber gelaufen hat. Lieben Dank auch an den, ich muss immer aufpassen, weil wir ja Wirtschaftsverband heißen. In der Grafschaft ist es die Wirtschaftsvereinigung, Grafschaft Bentheim, für die Planung und Ausrichtung hier an der Stelle. Und natürlich ebenso an Frau Boletta, ich kann sie von hier kaum sehen, für die wirklich tolle Moderation. Ich habe hier ein Skript von Philipp, das ich jetzt, ich muss mich entschuldigen, leider wegtue, weil wenn ich mir so den Nachmittag, Abend begucke, dann ist mir da doch eben einiges durch den Kopf gegangen. Und letztes Jahr war das große Krisenjahr und vielleicht war es ein Zufall, ich glaube, dass es ein Zufall war, aber genau 70 Jahre vor diesem Krisenjahr wurde der Emsland-Plan aufgestellt. Die Region hatte damals mit dem heutigen Emsland nicht viel zu tun, denn es war eine viel größere Region, aber das war die ärmste Region in Deutschland oder eine der ärmsten Regionen in Deutschland. Und wir haben uns als Regionen hier zu, ja, wirtschaftlich, wie sagte mein Kollege vor kurzem noch, hier in der Region wird das Geld für Niedersachsen verdient. Also wir haben wirklich was geschafft. Und wie haben wir das geschafft? Wir hatten Hunger. Am Anfang hatten wir wahrscheinlich tatsächlich Hunger. Am Ende hatten wir Hunger nach Entwicklung, Hunger nach Veränderung, Hunger nach besseren Städten, nach besseren Innenstädten, Hunger nach besserem Wohnen. Aber es gab einen gesellschaftlichen Konsens, dass wir nach vorne wollten. Und genau um diesen gesellschaftlichen Konsens mache ich mir jetzt Sorgen. Und da muss ich auch wieder sehr weit zurückdenken, wenn ich an Geschichte und meinen Geschichtsunterricht vor über 40 Jahren in der Schule denke. Alle Hochkulturen vor uns sind an drei Dingen gescheitert. An Überheblichkeit, an Dekadenz und an Bürokratie. Und ich glaube, genau diese Dinge, die sollten wir uns jetzt auch vor Augen halten. Wenn ich im Emsland höre, dass es Kommunen gibt, die aus der Überlegung heraus, wir wollen wirtschaftlich nicht weiter wachsen, Industriegebiete nicht weiter ausbauen, dann rede ich über Dekadenz und über Überheblichkeit. Und das sind Punkte, auf die wir aufpassen müssen. Wenn wir die E233 mit der Begründung nicht bauen wollen, dass wir ja sowieso schon zu wenig Arbeitskräfte in der Region haben und ein weiteres Wirtschaftswachstum nicht brauchen, dann reden wir über Dekadenz. Und es geht nicht darum, ob wir über die Strecke mit einem LKW fahren wollen, heute, sondern wir reden über neue Technik, wir reden über Wasserstoff und wir reden darüber, wie unsere Wirtschaft in Zukunft funktionieren soll. Und aus der Überlegung heraus, ich will den LKW von der Straße haben, so wie er heute ist, ist es dekadent, darüber nachzudenken, Straßen nicht zu bauen. Und das möchte ich eigentlich hier mitgeben. Es muss in unserer Region wieder den gesellschaftlichen Konsens geben, dass wir nach vorne wollen, dass wir weiter nach vorne wollen. Und ich hoffe, dass Sie, egal wer dann später in Berlin ist, vielleicht sind Sie auch alle fünf in Berlin. Das wird schwierig, aber rechnerisch ist es möglich. Bringen Sie die Region nach vorne, bringen Sie die wichtigen Themen aus der Region nach Berlin und unterstützen Sie uns da, um eben nicht den Absturz zu haben wie andere Hochkulturen, sondern in dieser Kultur weiterzumachen. So, und damit stand ich ja jetzt zwischen den netten Gesprächen und der Veranstaltung und deswegen höre ich jetzt auf. Ich wünsche allen einen guten Abend. Ich hoffe, dass wir hier noch ein bisschen zusammensitzen, zusammenstehen, noch Themen diskutieren und vielleicht haben Sie ja auch noch eine Minute Zeit, sich dazu zu stellen. Dankeschön.